Wir sind in Baden-Württemberg. Ja, und hier ist der Markus. Grüß dich, Markus. Ja, grüß dich. Ja, wir haben uns kurz eben gesehen. Wir stehen nämlich hier auf dem Stellplatz. Du weißt bestimmt ganz genau, wo wir sind, oder? Ja, Eichstrut. Das sind 30 Kilometer östlich von Stuttgart. Ein ganz ruhiges Plätzchen ist das hier, ein schöner Stellplatz. Und wir stehen hier öfters, weil wir hier aus der Gegend kommen, haben unser Haus verkauft und leben in unserem schönen Wohnmobil. Ja, das heißt, ihr lebt wirklich drin, gell? Ja, das ist unser Haus. Ja. Sonst nichts mehr. Ich habe schon gedacht, Postadresse. Ich habe schon gedacht, das ist niemand so, ich sag mal, crazy und baut eine Waschmaschine, Spülmaschine, was weiß ich, was ihr alles eingebaut habt. Aber das sind ja so die Mindestsachen, das hast du in jeder Studentenwohnung. Ja. Hast du auch drin, gell? Ja, ganz genau. Wir haben Spülmaschine, eine wunderschöne von Dolmetic. Mhm. Nee? Also wir haben Vollausstattung. So, er sieht aus wie neu. Ja, immer schön pflegen, ne? Immer schön putzen. Ne? Wir nutzen alle Klappen. Wir haben zum Beispiel hier haben wir Auszüge drin. Ach, die habe ich auch jetzt neuerdings. Ne? Die habe ich selbst gebaut. Prima, so Schwerlastauszüge. Schwerlastauszüge, ne? Dass wir überall drankommen und die sind unglaublich tief, die Auszüge. Ja, unsere Klappen gehen komplett durch. Komplett. Komplett durch, ne? Also was ziemlich schön ist, dass die original IKEA-Boxen draufpassen, wenn das welche sind. Von Obi halt, ist von egal. Obi. Die passen drauf. Ja. Das haben wir quasi, wir haben 16 solche Kisten untergebracht. 16 Stück. 16 Kisten. Ja, hier haben wir, das mag vielleicht nicht gerade zeigen. Das Klo. Das ist eine Toilette, genau. Genau. Wir haben einen Gastank drin, 120 Liter. Ja. Jetzt habe ich meine Frau überredet. Jetzt haben wir hier ein Boot drin. Zum Aufblasen, dass wir fahren können. Ne? So viel bekommt man rein. Kleinen schönen Kompressor. Achso, da war mal da waren mal die Gasflaschen drin, gell? Ja, und wir haben 120 Liter Gastank. Wir kommen ewig damit aus. Ist eine wunderschöne Sache. Jedem zu empfehlen. Ne? Das ist einfach genial. Der ist wahrscheinlich hier unten drunter irgendwo. Oder auf der anderen Seite. Hier ist mein Generator. Zeig mal bitte, Generator. Honda oder was hast du reingemacht? Nein, das ist ein Teiler. Der sieht echt aus wie neu. Ist echt der Hammer. Guck mal hier, der Großpudel. Name von deinem Hund? Johnson. Johnson, komm mal her. Oh, ist du hübsch. Du bist ein Hübscher. Ja, ein Großpudel ist richtig groß. Sag doch schon der Name. Ich brauche die ganz selten. Oh, lass dir Zeit. Wir haben nämlich eine Zentralverriegelung. Mensch, du hast all das bestellt, was sinnvoll ist. Ja, das sieht man kaum, weil der ist schön gedämmt. Ne? Deshalb können wir den auch laufen lassen. Ist er sehr laut eigentlich? Nein, ist nicht laut. Stört natürlich ein bisschen, aber nicht laut. Ne? Hm. Ist schön gedämmt, von Thaler heißt die Firma. Ja. Ist ein Yamaha mit 2,3 kW. Okay, das heißt, du kannst damit prima die Batterien aufladen. Ja. Ja. Du hast 400 Amperestunden Lithium? 400 Amperestunden Lithium. Okay. Alles von Victron. Victron Energy ist dein Freund. Sag mal, hier zu leben in so einem Auto, du lebst ja schon wie lange hier? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Und was war denn so das Einzige, wo du sagen würdest, das ist so das Haus vielleicht ein bisschen besser oder habt ihr alles? Wir haben alles drin, was wir brauchen. Ja. Wir haben uns minimiert und das ist gut. Tiny House. Ja, auf Rädern, ne? Aber das ist doch toll, oder? Ja, ist unser drittes Wohnmobil. Das erste waren kleine Alkoven. Mhm. Dann hatten wir einen integrierten. Und dann haben wir gewusst, was wir nicht mehr wollen. Ist es so, dass du jetzt frei bist finanziell oder ist es ab und zu arbeitest du noch was? Ab und zu arbeiten wir noch. Ne? Ich als Servicetechniker, meine Frau als Krankenschwester. Okay. Ne, das ist natürlich extrem gefragt im Moment. Das heißt, ihr könnt eure Arbeit anbieten und sie kann jederzeit auch mal sagen, ich mach mal 2 Monate und dann wieder. Meine Frau schafft 50% und dann fahren wir eine Woche weg, sind mal wieder eine Woche da. Okay. Ne? Und sie kann das, macht das richtig tageweise und dann kann sie sich das schön einteilen. Traum eigentlich, oder? Ja, ist ein Traum. Ne? Ja, hier ist unsere Toilette, ne? Das ist so üblich. Eine Zacker-Toilette. Jawohl, 170 Liter. Festtank. Ich glaube, das ist auch das Ökologischste, was es gibt. Du brauchst keine Chemie. Nein. Das wird abgelassen. Fertig, jetzt, ne? Ja, jetzt sind wir hier auf einem schönen Stellplatz. Du wohnst ja hier, das heißt, die Stellplätze sind ja angeblich zu. Der hier ist natürlich nicht zu. Die kommen ab und zu mal vorbei und gucken, ob man nicht zu nah aufeinander hängt. Ja, genau, und das tun wir ja nicht. Ne? Da haben wir unsere Waschmaschine drin. Ah, guck mal hier. Ne? Ja, unsere Wäsche. Was ich sehr schön gemacht habe, was immer zu empfehlen ist, hier nehme ich mein Frischwasser. Ich habe keinen Schlauch, den ich aufräumen muss, der irgendwo rumliegt.
Mhm. Ich ziehe das raus von Gredena, da geht mein Wasser rein und habe den immer aufgeräumt. Der liegt mir nicht auf dem Boden, sind es 15 Meter, das langt mir überall hin. Ja, ich habe das bei mir mit so einem Rollschlauch, den muss ich jedes Mal komplett abrollen und dann wieder zumachen. Ja, hier ist mir leider was kaputt gegangen, das repariere ich. Du machst viel selbst, gell? Ja, alles. Hier kommen jetzt lange Winkel hin, dass sich die Kraft überträgt, dass das nicht mehr kaputt geht. Werde ich Concorde anbieten. Als, ist ja lieb, oder? Ja, das ist so, das muss sein. Ne? Ist so die kleinen Winkel halten nicht. Sag mal so, die Zuverlässigkeit von Concorde, ist das gut? Ich bin sehr zufrieden. Ja. Ich wollte kein anderes Auto haben. Wir sind zu einer Firma hier in Stuttgart gegangen, vor drei Jahren, als die Messe war. Da hatten wir schön Zeit. Haben uns für einen nicht entschieden, weil der noch eine innere Stufe hat. Mhm. Und die können wir gar nicht brauchen. Man tritt da noch mal rein. Unsere Stufe endet, wie bei euch wahrscheinlich auch, außerhalb des Wohnraums. Ja. Und die haben noch eine drin. Und dann kamen nur noch diese beiden in Betracht, welche wir uns holen. Gut, mal muss dazu sagen, die Firmen sind ja nicht so weit auseinander. Die sind ja auch ineinander entstanden irgendwie. So, ich zeige dir mal komplett 9,10 Meter, gell? Ja, 9,10 Meter. Das ist noch sehr handlich. Das heißt, du kommst eigentlich auf jeden Campingplatz, oder? Wir kommen überall hin. Wir haben wirklich kein Problem. Viele sagen, oh, der ist uns viel zu lang. Aber durch den Heckantrieb kann ich ja meine Räder außen viel weiter einschlagen. Der Vorteil ist auch vom Fahrgestell, da ist ein Daily drunter. Der Wendekreis ist eigentlich ein Traum. Du hast nicht die weite Achse vorne, sondern die ganz normale, damit man auch super wenden kann, gell? Ja. Also wir sind sehr zufrieden. Meine Frau fährt ihn. Wir waren letztes Jahr in Amsterdam auf dem Stellplatz, sind dann gefahren. Da war ich auch schon auf dem Stellplatz. Ja, war ziemlich voll. Und auch bei der Ausfahrt, wir wollten Wasser tanken. Ach, sag mal, lassen wir, was soll's, wir tanken dann am nächsten Tag. Dann ist meine Frau gefahren. Ich stehe da so und sage ein bisschen da, ein bisschen da. Drei Männer kommen und fragen mich, da dürfen wir mal fotografieren, wie deine Frau das Auto rausfährt. Ach so, weil das niemand taugt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite so viel. Passt doch. Ja. Man muss nur richtig lenken. Ja, es ist eigentlich halb so wild. Also wenn die Leute Angst haben, so ein großes Auto zu fahren, du kannst ja mit dem Dreier, mit dem alten Dreier kann man ja so ein Auto fahren. Ja. Das geht. Frontscheibe schon mal defekt gewesen? Nein. Noch nie? Nein. Hast du nie Pech gehabt mit dem Steinschlag oder so? Nein, überhaupt nicht. Gut, wir fahren auch halten Abstand bei den LKWs. Mhm. Auf der Landstraße in der Höhe passiert dir eigentlich doch nichts. Das stimmt, ja. Nee, aber auf Landstraße. Nee, aber... Ich sag mal, wenn du halt jetzt Tag und Nacht drin wohnst, also der Gastank ist natürlich eine prima Sache. Der hält wie lange bei dir im Winter? Kommt drauf an, wie kalt es wird. So 2-3 Wochen, oder? Ja, gut. Minimum. Minimum. Auch 4 Wochen. Der Kühlschrank braucht ja nichts, das ist so sparsam. Mhm. Das Kochen auch, ne? Das ist so. Der Vorteil ist, du sparst ja unglaublich viel Geld. Ja. Das heißt, das ganz große Thema Werterhalt ist ja noch da. Du fährst das Auto ein paar Jahre, du kannst es wieder mal veräußern, wenn du einen anderen haben möchtest, aber es gibt ja nichts zu bemäkeln, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist schön geworden mit dem Dekor. Das war damals nicht so, als du den bekommen hast, oder? Nein. Das war hier dieses alte Dekor, was da aufgehört hat. Ja. Und das hat mir nicht gefallen. Auch die Sterne, die fallen dann ab, die da dran waren und so. Und das war einfach nicht dieses Auto, wenn man... das hat mir nicht gefallen vom Typ her. Und das haben wir dann wegmachen lassen. Warte, ich zeig's mal gerade von etwas weiter nach hinten. Es wird schon langsam dunkel. Ich guck mal auf die Uhr. Jetzt ist es so kurz vor 7. Nee, es ist 6:30 im Moment. Und... Ja, von der Länge her, das ist jetzt auf 7,5 Tonnen, was ja auch Sinn macht. Du kommst ja mit 7,5 Tonnen viel, viel schöner durch als mit einem großen LKW. Unsere Garage ist auch voll. Ja. Ein Regalsystem, Fahrräder, da kommt noch unser Tisch rein, unser Grill, den wir hier haben. Warte, zeig mal. Ein Weber, was ist das? Nein, das ist ein Napoleon. Ah, das heißt, die beiden, die bekriegen sich ja Napoleon und Weber. Ja. Wer den besseren Grill baut. Ja, ne? Da haben wir eine Platte für Fisch und so und Gemüse und das ist also wunderschön. Ne? Das nutzen wir viel. Wir haben eine Gas-Außensteckdose, wir haben eine Außensteckdose, da habe ich eben meine Fahrräder geladen, dann braucht man das nicht, die Klappen aufhalten. So eine Strom-Außensteckdose? Ja, das haben wir uns bei Cord jetzt machen lassen. Ist eigentlich eine TV-Dose. Ach so, eine Multifunktion. Ja, genau, aber wir nutzen eigentlich nur das. Wir gucken außen kein Fernsehen. Das ist nicht unsere Art. Wir gehen so gut wie nie auf Campingplätze. Wir nutzen Stellplätze, Wanderparkplätze. Auch da. Ich bin schon 18% hochgefahren. Und den E-Bikes? Oder mit dem Concorde? Mit dem Concorde. 18%? 18%. Hier haben wir eine Gasaußensteckdose. Ja. Auch wunderbar. Ne, das ist... Ich zeig mal gerade deinen Tisch.
Der ist hier vorne. Das heißt, Leben im Auto bedeutet auch, dass du natürlich nicht 5000 Kleider mitnimmst, sondern man muss sich ein bisschen einschränken, oder? Ja. Und deshalb kaufen wir auch nur gute Sachen, ja, die halten und fertig. Ich hab immer dieselben Sachen an. Ich glaube, ich habe ein T-Shirt 20 Mal, ich habe die Unterhosen 20 Mal dieselben, die Strümpfe 20 Mal, die Hosen habe ich 3 Mal. Ja. Immer dieselben, die Leute finden mich immer in denselben Klamotten. Der Vorteil ist, du musst weniger nachdenken. Ja, genau, dann erkennt man das. Ne? Warte, ich zeig mal gerade dein Auto von hinten, dass man das ja mal schön sieht. Denn so, ich sag mal, das Liner-Feeling ist ja schon, der sieht richtig toll aus. Man sieht ihm nicht an, dass er jetzt 7 Jahre alt ist. Gell? Ja, das Heck, das gefällt mir nicht ganz. Das werde ich nochmal lackieren lassen, weil das Carbon ist und das ist wohl nicht lackiert worden. Ne? Das ist einer der ersten Dreier, ne? Charisma 3. Und da ist das wahrscheinlich noch nicht so perfekt gemacht worden. Und das werde ich nochmal lackieren oder folieren. Ich weiß es noch nicht. Aber so, es quietscht nichts. Es ist, also macht Spaß. Wunderbar. Also man kann sich unterhalten. Man braucht das Radio kaum lauter drehen, wenn man 100 fährt. Ne? Das ist einfach wunderschön. Mhm. Ne? Alles LED-Ausführung. Da geht nichts kaputt. So, du hast auch eine Kamera hinten dran. Ja, ist doch schön, dass es deutsche Wertarbeit noch gibt, sage ich jetzt mal. Du kaufst was, das hat einen Bestand. Und wenn du jetzt drin wohnst, das bedeutet, du kannst dir selbst auch, ich sag mal, die Arbeit so einteilen, wie du es gerne hast, oder wie? Ja, beide. Servicetechniker in welchem Bereich? Im große Fleischereimaschinen. Ah, okay. Das heißt, du kannst dich anbieten dann, du sagst, ich stehe zur Verfügung, dann gibt es Jobs dann quasi? Ja, genau. Okay. Und das geht gut, ne? Da sind wir sehr zufrieden. So, da vorne ist so ein See, gell? Ja, das ist der Eichstuttsee, das ist ein Überlaufsee. Ist das schön? 16 gebaut. Sehr schön. Sollen wir mal kurz hochgehen? Ja, gerne, ja klar. So, und jetzt die 2,5 Jahre, ich nehme an, die Leute, die du kennst, die haben dich erstmal für so ein klein wenig verrückt gehalten, oder? Also Kinder nicht, Bekannte schon. Man hat auch nicht mehr so viel Bekannte dadurch. Nicht mehr so viel Bekannte. Ja, weil man doch oft weg ist, ne? Ja. Aber man bleibt flexibler, man bleibt agiler, weil man so viele neue Leute kennenlernt. Ist wirklich so, gell? Ja, ne? Das ist einfach, das ist wirklich schön, ne? Also im Sommer ist dieser Platz hier komplett voll. Auch die gegüllte Wiese dort vorne, das ist komplett parklos. Warte, ich zeig das mal gerade da vorne. Ich muss auch gerade ein bisschen langsamer schwenken, weil das Licht schon so dunkel ist. Nicht, dass hier die Lichtsteuerung zumacht. Da vorne ist so eine Servicehütte, gell? Ja, das ist nur für Winterbetrieb. Da sind Spurgeräte drin für Langlauf. Ja. Okay, das ist das hier so eine Wintergegend? Ja, wir sind hier auf 530 Höhenmeter. 530? Ja. Ich hab's eben gemerkt, es geht schon ganz schön hoch, oder von Stuttgart, oder? Ja. Du bist hier aus Baden-Württemberg, aus der Nähe, oder? Wir wohnen hier 30 Jahre, wir kommen aber ursprünglich aus Westfalen, in Soest ist das, ne? In Soest? Ja, Soest. So, und jetzt wird es ja schon langsam frisch abends. Ja, die Sonne ist weg. Das Coole ist natürlich, dass du deinen Standort jederzeit verändern kannst. Ja. Ist das jetzt so, dass du in ganz Europa unterwegs bist, oder? Ja, wir möchten aber nur Südeuropa und Nordeuropa. England natürlich gerne. Ja. Ne, Schottland. Warte mal, ich gehe mal hier England auf dem. Fällt uns nicht ganz so gut, aber gehen wir auch, ne? Und boah, ich war nämlich noch gar nicht hier. Ich habe eben noch kurz geparkt, dann habe ich mit meinem Sohn Hausaufgaben gemacht. Ach, der ist gar nicht so groß. Nein, aber schön. Ne, sehr ruhig. Gibt es Enten und Gänse. Schwimmen gehen geht auch? Ja, absolut. Das ist hier voll. Das ist hier voll, ne? Achso, das ist so ein Freibad quasi. Ja, ist ein Freibad, ne? Hier kann man paddeln, hier kann man Kanu fahren, alles, ne? Und du zahlst jetzt was für den Stellplatz hier? Oder wie 7 ist das? Euro am Tag oder 30 Euro in der Woche? 30 Euro in der Woche, jetzt überleg mal. 30 Euro. Warte, ich mach dich mal gerade ein bisschen weniger hell, dass du nicht ganz so überstrahlt bist. Ja, nein, das ist ein richtig schönes Leben. Das glaube ich dir. Ne? Und auch die Gemeinde, die macht das ja sehr schön. Ne? Wir haben hier überall Mülleimer, die werden 2-mal die Woche geleert. Da ist ein Spielplatz da vorne. Ja. Da vorne können Behinderte mit reinfahren, mit dem Rollstuhl ins Wasser. Nein, das ist sehr schön gemacht. Genau, wenn du mal so lieb bist, den Ort nochmal genau sagst, wie das heißt hier. Der Ort heißt Welzheim und dieses hier ist der Eichstruttsee. Das ist ein Teilort, ne? Der
Eichstrut, das ist der Ort, etwas weiter hier hoch. Und dieses Staubecken heißt Eichstrutsee. So, jetzt kommt der Sommer ja bald. Ja, ist sehr schön. Dann sind wir nicht mehr so oft hier, weil es überfüllt ist. Und dann, wo geht's hin? Da, wo es schön ist. Wir waren diesen Sommer, waren wir an der Nordsee, waren wir in Mecklenburg-Vorpommern. Das war sehr schön. Ne? In Potsdam, da waren wir eine Woche geblieben, weil das so wunderschön ist. Ist das schön, Potsdam? Potsdam ist ein Gedicht, Gedicht. Man kann gar nicht mehr, wir wären 4 Wochen geblieben, wenn wir Zeit gehabt hätten. Warte, wir gehen noch mal kurz runter. Ja. Ist sie lieb, deine Frau? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Vorname von ihr? Karin. Die Karin. So, als du kamst mit der Idee, oder war das so, ihr habt dann am selben Tag, in demselben Moment gesagt, wir wollen jetzt im Wohnmobil leben, oder wie? Wir haben 5 Kinder, wir haben immer schon gezeltet, wir hatten ein großes Hauszelt als erstes, und als die Kinder groß waren und selbstständig waren, haben wir Wohnmobil. Ich hole dich mal gerade nach links, dann kann ich dich nämlich zeigen beim Gehen. Ja. Und das ist dann natürlich ein Riesenvorteil, das heißt, du kannst mit dem Wohnmobil erstmal so das Camping kennenlernen, und dann kam ja irgendwann mal der Schritt, dass du das Haus verkauft hast, oder? Ja, weil uns das zu groß war. Wir hatten über 300 Quadratmeter Wohnfläche plus Keller plus Garten. Nochmal, du bist von 300 Quadratmeter auf 15 runter. Ja, auf 20, ne? Oder 20, ja. Ja, das war uns zu groß, ne? 40 Fenster putzen, 2 Haustüren, ein Garten. Wir hatten schon Rasenroboter, aber die Hecke schneidet sich nicht selber. Ja. Und die Früchte werden nicht geerntet. Jetzt haben wir unseren Garten vor der Haustür, ne? Mensch, das ist natürlich auch von den Lebenshaltungskosten im Wohnmobil, ist das ja gegen null, also im Vergleich zum Haus, oder? Ja, ja. Ein Haus muss man ja auch immer was dran machen. Ich meine, hier habe ich auch immer was dran zu tun. Das ist einfach so, ne? Das ist ja auch ein fahrendes Haus auf Rädern. Das ist ja viel mehr beansprucht als ein statisches Haus. Wenn irgendwo ein Erdbeben ist, dann ist ja auch gleich immer was kaputt. Ach so, das arbeitet auch. Ja, klar, da geht da ab und zu mal was kaputt. Beispiel, was geht da schon mal kaputt? Druckwasserpumpe. Ach, die hasse ich, aber meine Frau liebt sie, weil sie auf 12 Volt laufen, sonst muss man einen Wechselrichter anmachen. Ich hatte schon so eine schöne Gardena-Pumpe, Auswasserwerk drin, das macht einen gleichmäßigen Druck und ist leiser. Ach so, das säuft aber Strom, oder? Ja, also das macht nichts, bloß man muss den Inverter immer anschalten. Und wenn man den Inverter nicht hat, dann gibt es kein Wasser. Ich bin schon überlegen, noch einen schöneren Konverter, es gibt mittlerweile neue, die keinen Strom brauchen. Die fragen mit einem ganz minimalen Strom an, ob irgendwo ein Verbraucher an ist. Ich habe so einen. Ja, genau. Und ich habe so einen drin, der läuft im Leerlauf mit 15 Watt. Genau. Und wenn der merkt, da kommt was, und dann wird das zugeschaltet. Das heißt, der hat sogar 2 Wechselrichter, habe ich. Ich habe einen für ganz kleine Ströme, genau. 230 Volt. Ja, und das möchte ich auch noch machen, und dann kann ich wieder so eine Pumpe einbauen. Aber das Coole ist, du kannst das Auto behalten, du kannst ja alles nachrüsten. Das ist ja ein Haus, und du machst eigentlich die Haustechnik neu quasi. Ja. Oder? Ja. Hier waren auch früher Gelbatterien drin. Gel, und das ist Lithium drin. Jetzt habe ich Lithium, ne? Das ist schon viel besser, oder? Ach, sonst könnten wir ja gar nicht leben. Ich könnte ja keine Spülmaschine betreiben. Die Spülmaschine habe ich auch umgeklemmt. Die war vorher nur auf Landstrom. Ja. Und die macht jetzt auch... Batterie. Ja, hier sind meine Lithium drin. 2 Stück, das war natürlich eine große Investition, aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Es ist wie Tag und Nacht. Die kann ich auf 0 runterfahren fast. Ne? Das ist ja, das kann man nicht vergleichen. Achso, das hast du selbst installiert? Das habe ich selbst installiert, ja. Und schwer? Nein. Ging. Oh, ja. So, und da vorne sind die. Was ist da drin? Strandtücher? Nee. Achso, das sind Haushaltstücher. Ach, das sind so Haushaltstücher. Ja, irgendwo muss man ja allen Krusch hin tun. Und die sind trocken, die sind isoliert. Die machen nichts. Passt. Ja. Und hier, was ist das? Das Wasser? Ja, das nutzen wir allerdings nicht. Da kann man Wasser einfüllen. Das haben wir noch nie genutzt. Wir machen das über diesen Gardena-Anschluss dort. Achso, ihr macht das über den Gardena-Anschluss in den Tank, aber in denselben Tank? Ja, in den Tank rein, genau. Okay, das heißt, du hast wahlweise hier einen Anschluss oder da. Aber auf der Seite habe ich ja auch Entsorgung. Das ist ja unsinnig, hier das Wasser einzufüllen. Ja, das macht gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, ne? So, ich nehme an, da vorne ist noch ein Auszug. Ja. Wie ich dich kenne. Ja, auch, ne? Hast du alles mit Auszügen versehen? Ja. Das ist schon gut gemacht mit den Auszügen. Das ist wirklich, wir sind sehr zufrieden. Sonst müsste man auch die Kisten immer rausholen und so, auf die Erde stellen und so. Ne? Das ist einfach schöner. Die zentrale Klappensteuerung, ich glaube, das ist das Mindeste, was man haben muss. Jedes Mal jede Klappe auf und zu schließen, das macht ja keinen Spaß, oder? Nein, überhaupt nicht. Wir kontrollieren sie aber vor der Fahrt jedes Mal.
ob sie zu sind. Ja, weil sie auch. Ich drück die mal gegen. Stromlos sind sie geschlossen. Das ist eine sichere Sache. Aber man kann trotzdem mal auf die Fernbedienung kommen. Ja. Und die ist doch relativ weich, diese Fernbedienung. Und dann das, das haben die jetzt geändert. Sobald Zünd Plus da ist, geht es nicht mehr. Das ist sehr gut. Das, das kann ich nachrüsten. Das ist eine gute Sache. Und, aber sonst ist das wirklich genial. So, ne? Und drunter ist der Gastank, oder? Hier ist der Gastank, genau. Zeig mal bitte. Oh, ich nehme auf. Nee, dann muss ich nochmal einen Schlüssel nehmen. Ja. Ja, nur mal, die Leute interessiert ja, was vor 7 Jahren war. Es gab ja früher so Gastanks, die laufen nach 10 Jahren ab, glaube ich. Ja, die haben, die auch nachrüsten lassen. Habt ihr nachrüsten lassen? Ja. Das heißt, du fährst zur Tankstelle, tankst dort dein LPG. Hier. Sag mal, ist das so mit der, mit dem Anteil von Butan und Propan, dass das so wesentlich ist? Hast du das gemerkt? Ja, deshalb haben wir mit Diesel geheizt. Wir haben eine Dieselstandheizung auch, die unser Warmwasser macht. Ja. Ne? Hier ist der Gastank, da müsste ich hier nochmal auf. Nee, ist das okay. Nicht. Das ist die Sicherheitssache. Ja. Und mit diesem, das ist wie das Duo-Control, da darf ich ja auch während der Fahrt mitheizen. Ja. Aber ich brauche nicht mit Gas heizen. Ich stelle einfach im Winter meine Motorwärmetauscher an und heize mit meinem Motorwasser. Ne? Mhm. Das ist doch wesentlich schöner. Okay, das heißt, du hast mehrere Wege zu heizen. Einmal der Motor kann heizen während der Fahrt. Genau. Dann kann die Gasheizung, nehmen wir an, dass du eine alte drin hast. Jawohl. Fußbodenheizung. Jawohl, wie sich das gehört. Wie sich das gehört, sagt er. Das machen wir ja, gleich zu. Besseres gibt es nicht. Und hier ist nochmal ein Auszug? Hier ist auch nochmal ein Auszug. Diese beiden Durchbrüche, die gehen komplett durch. Mhm. Durchgehend? Durchgehend sind die, ne? So, hier ist die Hubstützenanlage. Hier habe ich nochmal Unterlagkeile, wenn wir zu schräg stehen, weil wir auch gerne auf Wanderparkplätzen stehen, dann kommt das unter unsere. Achso, damit du mehr Hub hast. Ja, genau. Das heißt, die Räder stehen dann oben, oder? Ja, öfters. Man muss nur aufpassen, dass hauptsächlich die Vorderräder oben stehen, weil hinten die Handbremse geht. Und das ist ja eine Automatik. Die schaltet man ja in den Leerlauf, wenn man steht. Und dann hat man vorne, wenn man hinten hoch hat, dann kann man wegrollen. Ah. Ich nehme an, das hast du schon erlebt, oder? Nein, aber das weiß ich. Das weißt du. Ja. Schön, gefällt mir gut. Doch. So, hier vorne, ist die neu, die Lampe, oder hast du die? Nein. Die war so? Die sind so, ja. Prima. Ja. Ich bin mal gespannt, deine Frau ist die. Ja, du hast schon gesagt, die ist nett, deswegen habe ich eben extra nochmal gefragt. Liebe Karin, nein. Der Herr kommt einmal rein. Ja, natürlich, hallo. Hallo. Mal reinmarschiert. Die Karin, warte mal kurz, ich ziehe mal gerade die Schuhe aus. Nein, braucht man nicht. Nein, müssen eh noch wischen. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Haus. Karin. Guten Abend, hallo. Ich grüße dich herzlich, wir haben uns vorher noch nicht gesehen, gell? Hallo, ich grüße dich auch. Ist jetzt nicht gefaked, sondern wir sehen uns das erste Mal, gell? Nein, überhaupt nicht. Mal, über YouTube habe ich den Herrn schon öfters gesehen. Ah, cool. Sag mal, dein Mann kam zu mir und hat gesagt, ihr lebt in dem Auto. Da habe ich ihn erstmal angeguckt, habe ich gedacht, ob er das ernst meint. Nein, weil ich habe so viele Leute... Ernst. Nee, ohne Witz, ich habe noch nicht so viele Leute gesehen, die in einem Liner leben. Also die, okay. Also hier jetzt in Deutschland. Ja. Viele mit ausgebauten Mobilen, ja, ich ne? denke, das Klientel für einen Liner ist eigentlich auch ein anderer. Nee. Ach, was ist schon Klientel? Schau mich an, schau dich an, schau ihn an. Ich glaube so, die Liner-Leute, das sind ganz normale Leute, oder? Nicht alle. Nein, nicht immer. Wir haben da ein bisschen andere Erfahrungen gemacht zwischendurch. Wir standen auf einem großen Stellplatz und dann bei einem Auto, das war noch ein bisschen größer als unser. Echt, das gibt's? Ja, 12 Meter war der lang. Ja. Der gute Mann hat mit keinem gesprochen, außer mit uns. Ja. Obwohl wir auch Menschen sind. Das war schade. Ja, ist halt ab und zu mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel da stehe mit so einem großen Gerät, gehe ich erstmal raus, zeig meinen Sohn, sag jedem 17 Mal Hallo, dann sagen die meisten, du bist der Erste, der mal Hallo sagt. So. Ja, uns geht's genauso. Ist das so? Also es ist eigentlich so, dass wir auf die Leute zugehen müssen und die nicht so sehr auf uns zugehen. Ja, das ist richtig groß hier drin. Wenn du mal so lieb bist, mach mal zu, damit die Wärme nicht ganz rausgeht. Oh, wir können auch lüften. Können auch lüften, okay. Das ist auch gut. So, ihr habt euch jetzt ganz bewusst nicht für ein Hubbett entschieden? Ja. Ich nehme an, ihr habt hinten Längsbetten. Ja, nee. Wir haben ganz normales Längsbett hinten. Ja. Ist auch nur ein 3-Personen-Fahrzeug, ne? 3, das heißt hier ein Notbett. Ja, hier zwischen. Ja. Den Tisch ist absenkbar, ne? Das haben wir nachrüsten lassen. Ah, die Absenkbarkeit. Ja. Zeig mal. Also, wir können ihn verschieben, wie jeden anderen Tisch auch. Aber ich habe als Hobby Nähen. Ich nähe sehr viel. Du nähst? Ja. Ja, da vorne stehen unsere Nähmaschinen. Dafür brauchten wir den Tisch einfach
variabel, dass es bequem ist, von den Schultern her zu arbeiten. Mhm. Gut, und dann wollten wir ihn so ein bisschen rauf und runter machen lassen. Und dann haben wir dann ganz absenken lassen. Und dann kommt eine Matratze zwischen, so eine kleine, und dann kommt der Rest weg. Und dann können die Enkelkinder schlafen. Meine Mutti fährt auch mit manchmal. Mhm. Ja, ich habe auch zwei Enkel schon. Wir haben neun. Ja, neun? Ja. Boah, ihr wart aber fleißig. Das Schöne ist ja, man sieht euch wirklich nicht an, wie alt ihr seid. Ja. Leicht bis 60. Fast 60, echt? Fast 60, ja. Ist ja. Aber so, das heißt, ihr seid im Baujahr so 62, 63 ja. oder so? Genau. 63. Genau so. Ja. Okay. Und wenn du jetzt den Leuten so einen Rat gibst, wenn man jetzt so überlegt, so in einem Auto zu wohnen, da machen sich ja viele, ganz viele Gedanken, meist jahrelang. Also die überlegen sich dann ewig und dann ist es zu spät. Ist das manchmal so, oder? Also ich würde keinem raten, es einfach so zu machen. Man muss sich sehr, sehr gut verstehen als Ehepaar. Ja. Wir beide sind gläubig. Wir haben ein gutes Jahr gebetet, ob wir es überhaupt machen sollen. Mhm. Ob das unser Sonst Weg ist, ne? Ist schwierig. Ja. Ja, es gibt ja viele, die, ich sag mal, sehr, sehr stark an Gott glauben. Ja. Und dann eigentlich sagen, der Weg ist schon vorhergegeben eigentlich. Ja, das ist das bei euch nicht so? Nee, das nicht. Nee, das glauben wir nicht. Also uns sind ja die Freiheiten gegeben, aus dem Leben zu machen, was wir eigentlich gerne möchten. Und ob man jetzt in der Wohnung wohnt oder im Wohnmobil. Ja, ich habe schon einigen Leuten gesagt, Abraham hat auch in Zelten gelebt. Aber es ist doch, ich sag mal so, dass das jetzt in Häusern zu leben, also so fest mit allen drum und dran, die Menschen gibt es seit keine Ahnung wie viele Millionen Jahren, das ist ja erst eine Neuzeiterfindung mit den Häusern, oder? Ja. Wie gesagt, Abraham hat auch in Zelten gelebt. Was wir hier sehr Schönes haben, wir haben ein Gas-Ceran-Kochfeld, das sieht jetzt schlimm aus, ist aber easy zu putzen, mir ist Milch übergekocht. Ja. Ne, wir haben unsere ganz normalen Töpfe dabei, einen schönen Ist das so ein Schaber dann, den du nimmst? Genau, oder? Ja, mal einweichen und dann so ein. Ist ein Gas-Ceran-Kochfeld. Ne? Aber du hast das jetzt so ganz schön übergeleitet nochmal. Also, nee, ich finde das ja in Ordnung, aber jetzt mit neun verschiedenen Enkeln, das heißt, man sieht die ja dann wahrscheinlich nicht jeden Tag, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Einer lebt in Dänemark, den sehen wir. Haben wir jetzt da geht es ja genauso wie mir. Ich habe Lettland in Amerika und die sind weit weg teilweise, die Enkel. Okay. Ja. Also unsere jetzt nicht ganz so weit. Wir haben Enkel auch in der Nähe hier, die wir dann regelmäßiger sehen. Aber auch halt in Dänemark haben wir Enkel. Also ich schaue mir das auf jeden Fall gleich an. Das, bloß oft zeige ich ja einfach nur Technik, ja? Ja. Aber mal Leute zu sehen, die im Wohnmobil leben, das habe ich ganz selten. Also da wirklich. Also es ist ja so, wir sind ja jetzt in der weißen Ware unterwegs. Also sprich Standard-Wohnmobile, die wir oft filmen. Ja. Ab und zu mal 4x4. Da muss man sagen, da leben die dann auch nicht drin. Viele junge Leute leben ja, muss man auch sagen. Das heißt, ihr trefft ab und zu mal jemand, der auch lebt im Auto? Ja, wir haben letztes Jahr oben in Welsheim einen Geschäftsmann getroffen. Vor zwei Jahren, der hat alles verkauft. Dem war das leid. Und da haben wir insgesamt schon drei Leute getroffen. Drei Geschäftsleute, denen es über war, ihr Geschäft zu führen. Ja. Ne? Und die ihren ganzen Bettel verkauft haben, wie man im Schwäbischen sagt. Und sich in einem Wohnmobil zu Hause fühlen. Es ist auch wirklich alles drin. Also du, ganz klar, du musst dich gut verstehen. Wir haben jetzt drei Hunde. Das ist dann schon eine Herausforderung. Der Hund mit dabei, oder? Das heißt, der Hund, der braucht ja auch Platz. Also der Hund schläft vorne. Dazwischen hat er so sein Reich und das reicht ihm. Ist jetzt wo der Hund? Na, draußen. Draußen, das macht, der kommt wieder. Ja, der kommt. Ja, ja. Das ist der Therapiehund von diesem Platz. Das heißt, ihr kennt diesen Platz schon ganz gut, oder? Ja, wenn wir ankommen wieder, dann ist der einfach außer Rand und Band. Ja. Okay, das heißt, sollte es euch mal irgendwann nicht mehr geben, wird der Platz nach euch benannt, oder? Oder das könnte sein. Oder es gibt eine Straße dann, die so heißt. Ja, wir haben hier auch eine Sondergenehmigung, jetzt in Corona-Zeiten hier zu stehen. Ne? Ja. Ich glaube, ab heute oder morgen ist das Reisen ja wieder erlaubt. Aber echt? Ja, ich bin ja auch gewerblich unterwegs, auch dann nachweislich gewerblich. Ja, gewerblich geht das alles. Aber ich habe gesehen, das Ordnungsamt fährt ja hier vorbei. Also die gucken schon mal, dass die weit auseinander stehen. Also und wenn die weit auseinander stehen, da sagt ja auch keiner was, oder? Also hier sind sie extrem kulant. Wir haben einen ganz, ganz tollen Ordnungshüter. Er kennt uns einfach auch und er grüßt, der ist total nett. Ja. Wir haben eine Zeit in Schorndorf gestanden, da war dann auch noch... Das ist die Daimlerstadt. Ja, die Daimlerstadt. Schorndorf. Schorndorf. Schorndorf, das ist gar nicht so weit weg von hier, oder? 20 Kilometer hier berg runter. Ich habe gar keine Ahnung von Baden-Württemberg. Also wir filmen ja morgen einen ganz tollen
Edelmacher für Mercedes-Benz. Also der macht so 6x6 G-Modelle und so. Wow. Ganz tolle Sachen. Der ist mal gerade 3 Kilometer weg von hier. Okay. Letech heißt der. Ach, das ist ja ein, kennst du das? Ja, genau. Genau. Der macht schöne G-Modelle. Der macht schöne G-Modelle. Nicht, nice. Nicht ganz meine Kragenweite, was die Kosten angeht. Nein. Nee, und sowohl auch nicht. Nee, möchten wir auch nicht. Entweder sowas oder sowas. Also was richtig Tolles ist jetzt, ich habe ein Hubbett mit drin. Also wenn man kein Hubbett hat, das erweitert den Raum doch massiv, oder? Doch, extrem. Wirklich. Also die Schränke oben, ich mach's mal auf, das ist wirklich... Sag mal, wenn du noch mehr Licht für mich hast, da wäre ich dir unglaublich dankbar. Nicht das gleich hier... Ah, danke schön. Weil ich habe zwar ein Licht auf der Kamera, aber das ist ja... Sind doch alle dimmbar, unsere Lichter. Man kann viel zeig mal noch. Zeig mal bitte. Gerne. So, das ist jetzt von jemand, der im Auto lebt, muss man sagen. Das heißt, du hast ein paar Bücher dabei. Und Tolino. Ja, also sonst, wir haben alles umgestellt auf Tolino. Wir. Tolino ist so ein E-Book. Ja. E-Book-Reader. Genau, alles klar. Das heißt, der braucht jetzt in dem Moment braucht er keinen Strom, gell? Wenn er anders. Hält ewig. Hält lange. Ja, hält lange. Und man kann bald ein ganzes Buch lesen, wenn man kein Licht an hat. Das sind dann so das, was übrig bleibt. Schön. An Büchern. So, dann. An Büchern, ja. Ja, hier unten stehen die Nähmaschinen. Warte, zeig mal die Nähmaschinen. Sag mal, ich... Passt und alles ist hier, aber das ist einfach so. Ich muss dich mal was fragen. Ich habe heute drüber nachgedacht, wenn du jetzt unterwegs bist, ja, wie kriegst du Pakete von Amazon? Ist das schwierig? Also wir haben hier in der Nähe einen Sohn wohnen, der hat die Postvollmacht, weil wir ja wirklich keinen festen Wohnsitz mehr haben in Deutschland. So steht es auch im Ausweis drin. Ja, bei mir auch. Genau. Ja, ich wohne in Frankreich. Nee, bei mir steht kein Wohnsitz in Deutschland. Ja, genau. Ja. Und da lassen wir uns einfach unsere Sachen hinschicken. Und wenn wir dann hier sind, holen wir es ab. Wir teilen das immer so, dass es dann einfach passt. Es geht aber nicht, dass ihr sagen könnt, ich möchte einen Campingplatz haben. Das funktioniert. Doch, geht auch, haben wir das auch schon auch gehabt. Genau, Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte. Das da haben wir es hinschicken lassen. Jeder Campingplatz macht das, obwohl wir ganz selten auf Campingplätzen sind. Ein-, zweimal im Jahr. Aber sonst gibt es ja auch die Poststation. Mhm. Ne? Da schickt die Post hin und Amazon kann das dann auch regeln. Sag mal eine Frage an dich. Du nähst jetzt hier drin, das heißt, also der Raum ist ja jetzt nicht so üppig. Gut, ihr liebt euch natürlich innig, vollkommen klar. Ihr habt ja auch geheiratet, bis dass der Tod euch scheidet. Das habt ihr euch versprochen. Aber es ist ja doch ein bisschen eng, muss man sagen, oder? Manchmal. Es bedarf Absprache. Ja. Also ich habe beide Maschinen, normal sind die hier unterm Sitz versteckt. Aber ich bin die Nähmaschinen. Dabei, ja. Die Nähmaschinen und dann habe ich beide hier stehen, wenn ich nähe. Und was nähst du denn so? Kinderkleider. Kinderkleider? Ja. Zeig mal. Enkel. Haben wir noch was da? Ja, guck mal, Schatz, da vorne im Karton. Sag mal, ihr seid ja echt das Beste, was mir heute passiert ist. Ja, es war schon dunkel. Und da habe ich deinen Mann gefragt, darf ich das filmen? Sagt er, klar, film. Du machst echt? Ja. Oh, wie goldig. Süß, ne? Die sind süß. Ja, das ist für unser ältestes Enkelkind. Das ist ja richtig hübsch. Und das hat denn auch wirklich was. Das heißt, das hat die Oma denn gemacht. Ja, da sind sie sehr stolz drauf. Ja. Zeig mal gerade den Stoff unten. Da ist so eine kleine Ballerina drauf. Ja. Ja, und im Sonnenlicht, dann kriegt die auch noch ein rosa Kleidchen. Das verändert sich dann. Name von dem Enkelkind, Vorname von dem? Das kriegt? Das ist jetzt Zoe. Die Zoe? Ja. Genau, also meine Enkeltochter heißt auch Zoe. Okay. Das ist im Moment ein Trendname. Das ist für Julie. Julie, ihr habt 9 Stück. Ich komme ja nicht drüber weg. Ja, und dann, ich sag mal, ihr habt ja vorher 300 Quadratmeter gemacht. Du merkst, also ich weiß schon ein bisschen was über euer Haus, was ihr hattet. Man muss ja einiges dann auf der Strecke lassen. Das heißt, man gibt dann vieles weg. Möbel, ich meine, ihr habt ja gar keine Möbel mitgenommen, sozusagen. Also, wir haben alles verschenkt an die Kinder. Alles, was die wollten, haben sie sich abgeholt. Das ist wie, man vererbt bei Zeiten einfach. Die sind mit dem Hänger gekommen, haben alles leergeräumt und... gut war es. Und die das Haus gekauft haben, haben einfach auch noch ein bisschen was übernommen. Sag mal so, der Tag, als ihr ausgezogen seid und gesagt habt, wir wohnen jetzt in dem Wagen, was war das für ein Feeling? War das ein befreiendes? Ja, es war toll. Also am schwersten war das für unseren Hund. Für den Hund? Ja, so. Der hat nicht geglaubt, dass wir hier reinziehen. Ach so. Echt? Er hat sich so gefreut einfach. Es war einfach, für ihn ist es, glaube ich, auch Freiheit. Der Gedanke, keinen Garten mehr pflegen zu müssen, keinen Rasen mähen zu müssen. Das hat der Mann eben auch gesagt. Und zwar direkt, da habe ich gesagt, was war das Schönste? Da sagt er, kein Garten, kein Rasen. Der Rasenroboter, der geht auch nicht von allein, das Obst muss. Nein, alles, es war, Haus ist halt einfach viel Arbeit. Ne? So schön, wie es war, typisch schwäbisch. Aber irgendwie, ja.
Und jetzt, was ist so das Schönste? Ich meine, jetzt ist ja Winter. Der Winter hat ja auch ganz tolle, schöne Seiten, oder? Also, oder geht's so? Das Schönste eigentlich ist für Markus und mich, wenn wir wandern gehen. Okay, ihr geht oft wandern? Ja, sehr, sehr oft. Schwäbische Alb. Ist einfach sehr schön. Und also nochmal, ihr fahrt ja mit dem Wohnmobil dahin, wo ihr wollt. Genau. Bleibt abends da stehen, wo ihr seid. Und fahren dann einfach, wenn wir wieder frei haben, also wenn die Freizeit vorbei ist, fahren wir einfach wieder zurück. Dann. Auf dem Stellplatz steht ihr dann, gell? Und manchmal auch frei. Manchmal frei. Mhm. Ist das denn nicht so, dass ihr Angst habt, wenn ihr frei steht, dass einer vielleicht einbricht in euer Haus dann? Nee, nicht mit Hund. Achso, der Hund bleibt drin. Ja, also wenn wir weg sind, nein. Da haben wir auch einfach zu viel Gottvertrauen. Es ist noch nie. Einbrechen. Wir haben ja nur eine Tür und die ist codegesichert. Ja, was soll da? Sag mal, die Angst, wenn man frei steht, dass irgendwas passiert, das habt ihr noch nie gehabt, oder? Nee. Auch mit unserem alten Mobil und das war nicht einbruchsicher. Ja. Das hast du einfach so aufbekommen, mehr oder weniger. Ja. Da ist der Glasschaber, gell? Ja, genau. Also wunderschön. So, nochmal. Wir verbrennen nichts mehr. Ja. Ne, durch die offene Gasflamme, das ist so schön zu putzen. Hätte ich in den alten Herd, wenn mit der Milch übergekocht wäre, das wäre eine Katastrophe gewesen. Ne? Nochmal, das ist ein Gas-Ceranfeld oder Diesel? Nee, Gas. Nein, Gas. Diesel hat eine Flammpunkt von 600 und Gas von 1600. Mhm. Das ist so ein Unterschied. Hier koche ich fast wie mit einer offenen Gasflamme. Fast. Mhm. Okay, das heißt auch genauso schnell wahrscheinlich wie... Nicht ganz so schnell, aber die Hitze, die ist dann da. Ist ein bisschen träger. Ja, ein bisschen träger. So, und da ist eure Spülmaschine. Ich habe ja auch eine, ja, muss ich dazu sagen. So, das ist das Beste. Also sowas, das passiert nicht mehr. Zeig mal. Ah, das da. Und das ist einfach... Vom alten Loch, ja. vom alten Herd. Den haben wir bei Concord einbauen lassen. Teuer? War es teuer? 1,7. Also komplett mit Einbau. Ja. Ist das gut, die Nachrüstung bei Concord? Machen die das gut? Ja, wirklich. Ein Tag und war fertig. Okay, das heißt, du kündigst das vorher an. Das Schöne ist, wenn du jetzt so eine Spülmaschine hast, du kannst das schmutzige Geschirr gleich reinstellen. Ja, das steht nirgendwo rum. Steht nirgends rum und so. Die haben wir jetzt, das haben wir jetzt noch vor dem Abendessen angestellt, weil sie voll war. Dauer? 2 Stunden? Je nachdem, von 50 Minuten bis 2,5 Stunden. Also die läuft bei mir auch 2 Stunden. Ja. Ja, klasse. Also ich habe jetzt auch eine Waschmaschine, muss ich dazu sagen. Also ich habe ziemlich genau eure... Ich lebe circa 200 Tage im Jahr im Auto. Ja. Das ist dann... Dann braucht man eine Waschmaschine. Also auf Waschsalonzimmer angewiesen sein, das geht einfach nicht. Das ist nichts. Das hier ist eine schöne Ablage, ne? Also ein Schneidebrettchen. Ja, das ziehen wir raus, ne? Ob wir Tee machen oder sonst was. Ist ja wirklich wie zu Hause hier. Ja. Wir haben uns noch einen anderen Lüfter einbauen lassen, der einen Regensensor hat. Den können wir dann auflassen. Ich habe denselben Lüfter. Ja, wir sind uns so ähnlich. Der Ich habe einen Gastank, ich habe einen Lüfter, ich habe eine Spülmaschine, eine Waschmaschine. Ihr habt eine große Klimaanlage drauf, die natürlich eher selten im Betrieb ist. Ganz selten. Nicht. Ne? Ihr habt einen Backofen. Den hab ich nachgerüstet. Das wollte mir keiner machen und das habe ich selber gemacht. Ein Tedford-Backofen, mit dem ich auch Brot backen kann. Nein, der ist sehr, sehr schön. Ja, der macht, backt mir Unterhitze, der macht das schön. Das macht der Dolmetic nicht, das war der größte Schrott. Der Dolmetic-Backofen. Ja, gut, wenn das so ist, dann kannst du auch sagen. Hab mich oft beschwert bei Dolmetic, die haben das nicht besser gemacht. Ne? Und da ist das Powerpanel von Victron. Das heißt, das ist jetzt natürlich, der Mann hat schon erzählt, er hat umgestellt auf Lithium. Das war wie Tag und Nacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Diese ganze Elektronik, man verbraucht doch sehr, sehr viel mehr Strom als das alte Wohnmobil, ist es klar, weil er ständig alles abcheckt. Das ist der eine Teil. Ja. Du darfst. Aufmachen, dann kommen wir zum nächsten. So, und das ist die Tele. Ach so, das ist der Generator. Das ist der Generator. Mach mir doch mal einen Gefallen, mach den doch mal an. Ich will den einmal nur mal hören, wie laut er ist. Ob man den, weil es geht ja jetzt im Moment, können wir es noch machen. Ja, die Nachbarn, der stört hier, glaube ich, auch keinen. Ist er so leise? Wir haben ja kaum Besuch jetzt hier auf dem Stellplatz. Da oben, das Digital Multicontrol, das brauche ich für die Lithium-Batterien. Mhm. Ne, dass ich den Landstrom begrenzen kann und sagen kann, ich kann laden. Okay, das heißt, ihr hängt hier am Strom dran, am Platz? Nee, jetzt gerade nicht. Jetzt läuft er an. Merkst du? Ja, er wackelt ein bisschen. Ein bisschen vibriert er, ne? So ein kleines bisschen vibrieren. Und draußen, wenn wir mal rausgehen, ich will nur mal hören, wie laut er ist. Ja. Weil viele fragen mich danach, wie laut ist so ein Ding? Ja, nee, hier ist wirklich...
Hier haben wir jetzt noch Ampere. Der läuft erst im Leerlauf hoch, ne, dass er nicht kalt. Ach so, auf Leistung geht. Auf Leistung geht. Ne? Jetzt ist er minus 8, minus 7, minus. Wenn du mal gerade das Licht nochmal anmachst, bitte. Von dem der Hintergrundbeleuchtung. Ja. Ah, ja, da ist es, genau. Jetzt sind wir schon im Plus. Ja. Plus 14, plus 29, plus 37, plus 44, 66. Oh, der macht richtig Power, oder? Ja, ja, ja. 77, 80 und jetzt wird ja zurzeit Strom abgenommen noch. Ja, das genau. Heißt, das kommt ja noch alles dazu. Licht an und so, ne? Das ist also 80 Ampere macht er im Moment. Ja. Toll. Wir kommen auf 86 Ampere, die Ampere. 86 Ampere. Und draußen einmal kurz mal hören. Ich will nur mal hören, weil das ist wirklich viele Fragen danach. Ja. Kann man das den Leuten zumuten? Kann man. Boah, der ist schon leise. Das heißt, so tagsüber kann man schon laufen lassen. Das ist kein Thema. Und da wir auch oft auf Wanderparkplätzen stehen und wenn wir dann Strombedarf haben, wenn wir mal eine Waschmaschine waschen, das kommt vor, weil wir drin leben. Ach so, du kannst währenddessen einfach den laufen lassen. Ja, das habe ich alles so eingestellt. Ne? Warte mal, ich halte mal gerade dran. Also wir können uns hier ganz einfach unterhalten daneben. Ja. Gut, der hat jetzt auch eine Wärme- und Geräuschdämmung dabei. Ja. Und die Kühlung, wie läuft das denn, wenn der so... Ein Ventilator. Da ist ein Ventilator eingebaut, der die Wärme abführt. So, prima. Ich gehe noch mal kurz rein. Mich interessieren noch ein paar Sachen bei euch, weil wenn ihr ja Vollzeit drin lebt, wenn du mal gerade so lieb bist, ihn noch mal ausmachst, den Generator, sonst kommen die Leute sagen wieder, ey, ihr verschwendet hier das gute Benzin und aus. Ja, das ist ein Benzingenerator. So, ich zeig noch mal kurz deine Küche. So ein paar Details. Sorry, dass es so aussieht hier. Nein, das ist alles super. Nein, das ist peinlich für eine Hausfrau. Ach, Quatsch, du wusstest doch gar nicht, dass ich komme. So. Und ich zeig mal gerade, dass das mit Magnet. Ja. Das macht man während der Fahrt ab, aber sonst ist das schön. Man hat die scharfen Messer und die sind scharf, unsere Messer, nicht in der Schublade. Okay, ich krieg Angst. Ich glaube, ich gehe gleich. und die sind scharf, die Messer. Das Coole ist, ihr habt viel mehr Besteck als ich durch die Spülmaschine. Da muss ich mich jetzt noch dran gewöhnen. Ich muss viel mehr mitnehmen, weil du kannst auf einmal viel mehr sauber machen. Das ist der Vorteil. Also das ist ja normal beim Camping, hast du deine drei Messer, deine drei Gabeln, Nee. Aber wenn man kocht, geht das gar nicht. Wenn das man ganz normal kocht. Nein, wir haben auch unser ganz normales Geschirr dabei. Ich darf dich mal fragen, was es heute gab? Rouladen. Rouladen. Es gab Rouladen und es aber gab nicht aus der Dose, sondern frisch. Und frisch alles gemacht. Frisch und deshalb und Nachtisch und dann ja gut ist geklopft worden und dann ist er übergekocht und wie das dann so ist. Sag mal Fleisch kaufen. Ihr seid unterwegs, das heißt der Mann holt es mit dem Fahrrad oder du oder dann zum Metzger. Manchmal gehen wir auch zusammen. Ja. Ach so, ihr geht dann zu Fuß. Ja, ist es weit weg? Zu Fuß oder mit dem Fahrrad, je nachdem. Wo wir sind. Okay. Ne? Ja. So, also das. Ja, wir kochen so für oder haben Vorrat für 3 Tage. Viel mehr geht bei uns nicht, weil wir immer selber kochen. Das ist unser Ding. Ne? Frisch. Ja. Ja. Hier ist gut, ist auch wesentlich günstiger, muss man sagen. Also wenn man alles frisch macht. Zutatenschublade zum Kochen. Ne? Das sieht man. Das ist Knoblauch, Zwiebeln. Knoblauch, Ingwer, Zwiebeln, Kurkuma. Ne, das ist. Ja. Also mir gefällt auf jeden Fall hier das Service, was da ist. Das ist unser Teeservice. Das haben wir uns umbauen lassen. Da waren die Gläser. Da waren Gläser drin, genau, das ist nicht unseres. Ne? Hier haben wir unsere Zutaten drin. Und, ja. Ne? Hier haben wir auch einen schönen Auszug. Aber es geht doch wirklich, wenn du dich mal wirklich mal zusammenreißt und mal guckst, was du wirklich brauchst fürs Leben. Ja. Dann wir haben nochmal aussortiert hinterher. Nachdem wir eingezogen sind, nach einem Jahr haben wir uns die Sachen nochmal alle angeguckt, was brauchen wir wirklich. Und da sind nochmal Kisten rausgeflogen. So einen Punkt drauf gemacht, das haben wir nicht benutzt. Mhm. Das sieht man ja. Küchenmaschine ist rausgeflogen, zum Beispiel. Die große Bosch-Küchenmaschine hatten wir dabei. Die Bosch, die gute, die mit dem hohen Drehmoment, weil viele schwören ja auf die andere, auf diese KitchenAid. Die Bosch ist viel besser. Die alte Mumm. Ja, wir haben selber eine Bosch. Also das ist der, genau. Und ich hab keine KitchenAid, weil der KitchenAid-Motor ist ja oben drin und der Bosch ist unten. Ist egal, komm, anderes Thema. Auf jeden Fall ist sie rausgeflogen, man braucht sie nicht. So, es ist mollig warm hier drin, muss man sagen. Zu warm. Zu warm. So, das Bad, ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist riesig. Ja. Das ist so groß, dass man es auch benutzen kann, gell? Ja, wirklich. Also es ist einfach schön, durch die Spiegel ist dann alles nochmal, es ist wirklich abgeschlossen alles. Und
Man fühlt sich wohl. Man kann auch gut zu zweit drin sein. Das heißt, du kannst vorne mal Fernsehen schauen. Habt ihr einen Fernseher eigentlich? Ja. Wir haben einen. Aber schaut ihr ab und zu mal? Selten. Oder? Selten. Selten. Ihr habt ja euch. Laptop ja, oder sonst, genau. Netflix, nee. Nee. Netflix nicht. So, ich guck mal gerade hier vorne, da ist die Weltkugel oder eine Weltkarte auf dem Klodeckel, das finde ich gut. Aber ist doch schön, oder? Ja. Festtanktoilette, das heißt auch da Riesenvorteil. Wie lange, wie ungefähr bei euch, wie lange hält die? Also wir lassen sogar, wir lassen sogar die Waschmaschine reinlaufen, weil wir sie gar nicht voll kriegen lassen würden. Und so ist es immer automatisch gespült. Also wir haben einen richtigen Waschtrockner hinten eingebaut und... Nochmal, das heißt, du kneifst du das dann zusammen, weil es so wenig dann ist? Oder, Nein, Schatz, wie groß ist der Tank? 170 Liter. Ja. Der hält bei mir ungefähr 4 Wochen. Also das ist so der, also mit 2 Personen kommt das hin ungefähr? Ja. Wissen wir nicht. Das können wir nicht sagen, weil so alle 5-6 Tage tanken wir Wasser. Und dann haben wir ja auch, lassen wir das Abwasser ja auch raus. Ah nee, ihr macht das zeitgleich quasi, das Abwasser geht mit dem Wassertanken raus. Und das ist wo? Der Ort, wo ihr das dann macht, egal wo ihr seid. Gibt es überall. Überall. Gar kein Problem. Ich weiß das ja. Ich will es nur, dass wenn das jemand sieht, der keine Ahnung hat vom Camping. Nein, es gibt Wir sagen so, 2 Waschmaschinen, 2 Spülmaschinen und dieses ganz normale tägliche Duschen und so kommen wir 5 Tage aus. 4 bis 5 Tage. So, ihr habt jetzt ein Queensbett. Das ist natürlich, man kann drum rumlaufen, das ist nochmal schön. Nee, man kann nicht laufen. Aber man kommt sehr schön hoch. Man kommt sehr schön hoch. Darf ich mal reinhalten? Bügelbrett mal weg. Warte, ich zeig mal dein Bügelbrett in live halt. Ja, das ist live. Wir müssen waschen. Nein, ist doch ordentlich. Ist vollkommen in Ordnung. Ich guck mal gerade. Sag mal, mich wundert, dass der Hund da alleine draußen ist. Der haut nicht ab. Nein, der haut nicht ab. Ist ein super lieber Kerl. Das ist ja süß. Ja, ich habe immer Angst, dass ihn jemand klaut, mein Hund. Nein, das nicht. Ja, wir haben jeder da oben vorne nochmal einen großen Schrank. Ja. Ist da viel drin? Darf ich mal reingucken? Ja. Echt, ihr lebt hier in dem... Und ihr habt kein Haus mehr? Nee. Nothing. So, da sind im Prinzip hängende Dinge. Und... ich habe gehört, dass du ab und zu mal entsprechend arbeitest. Das heißt, also du bietest deine Dienste als Krankenschwester, bist du, oder? Ja, Qualitäts- und Hygienemanagement. Also ich schaffe nicht mehr mit Patienten oder so. Okay, das heißt, du schaust, dass die anderen das gut machen. Ja, mein genau. Gut. Schuhregal, sag mal. Ach, Schuhe habt ihr auch? Ja, ja, muss sein, ne? So, ich zeig mal gerade. Ja, das ist ja toll mit dem Schuhregal, weil ich habe mich immer gefragt, wie die Schuhe hinkommen. Ja, das hat sich so ergeben. Hier haben wir unseren Staubsauger. Der Staubsauger. Ein Dyson, ich habe denselben. Ja, braucht man ja. Das ist toll, gell? Mit der Wandhalterung. Ja. So, und das Ding, das lässt einen nicht im Stich. Die Akkus kann man tauschen für kleines Geld, wenn sie mal kaputt gehen. Ja, kann man. Gibt es im Internet. Ja, ja, aber ist wirklich schön. Nichts gewesen. Ist alles aufgeräumt, klappert nichts. Ne, da habe ich einfach so Haken hingemacht. Sag mal. Ach so, da vorne zum Einhaken. Ja. Ich hab jetzt den Staubsauger tatsächlich in der Heckgarage. Ich habe den mir auch einbauen lassen. Ja. Das heißt einbauen, 2 Spackschrauben rein, einmal reingesteckt. Ja. Durch. So, und man schläft hier wie zu Hause? Ihr seid ja zu Hause. Ach, eine wunderschöne Unterfederung. Sag mal. Ah, die Froli. Ja, wir sind sehr zufrieden. Ja. Das ist auch oft so, dass, ich sag mal so, die Lebensqualität steigt ja, wenn du kein Haus mehr hast. Du kannst jederzeit wechseln. Du bist permanent auf Urlaub eigentlich, oder? Ja, ist so. Oder nicht? Also, nee. Ich muss ja zwischendurch arbeiten. Dann, das ist mir übrigens aufgefallen, selbst wenn man dann weniger arbeitet, die Arbeit kommt einem mehr vor, oder? Ja. Weil ich war mal halbtags, also ich war Vollzeit und da habe ich umgezahlt, da war ich 20 oder so und war bei einer Bank programmiert und dann war ich schon selbstständig zwischendurch und habe dann halbtags gearbeitet. Ja. Und da kam mir der halbe Tag, jeden Tag, da kam mir der halbe Tag viel länger vor. Also der halbe Tag kam mir so vor wie ein ganzer Tag, also fast, ja. Also ich mache es anders und ich bin sehr, sehr dankbar, dass mein Chef das einfach so mitmacht. Ich schaffe dann Donnerstags, Freitags und die nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch in der Regel. Und habe dann einfach wieder eine ganze Zeit frei am Stück. Also es ist wie Urlaub. Wenn kein Corona wäre, wären wir jetzt auch weg. Und dein Mann fährt dich dann zur Arbeit oder du selber oder wie? Nee, wir haben noch mal ein kleines Auto. Wir haben noch mal ein C1. Ja, und der steht wo? Ist das ein Hänger oder was dahinter? Nein. Wir lassen den einfach dann da, wo wir stehen, meistens in Welzheim. Also Welzheim ist immer Startpunkt, wenn wir losfahren. Ja, nochmal, wenn ihr dann fahrt, fahrt ihr zu zweit weg. Das heißt, einer fährt das Wohnmobil, einer das Auto? Nee, wir fahren beide das Wohnmobil und der Wagen steht dann einfach
bei den Kindern oder auf dem öffentlichen Parkplatz. Also wenn du arbeiten gehst, holst du das Auto ab in dem Zeitpunkt, bist dann mobil. Genau. Und wenn du nicht mehr arbeiten gehst, gibst du das Auto zurück. Quasi, bei den Kindern. Zurück? Ja, es ist unser Auto, aber es wird dann einfach wieder abgestellt. Und dann geparkt. Geparkt, das ist gut. C1, ein kleiner Aygo ist das, glaube ich, ja? Ein Toyota Aygo. Ja. Baugleich, in Citroën. Genau. Ja, genau. Wieder, genau. Genau, wie der Jahres und so weiter. Ja, die Dusche, die ist ja riesig. Also da träumen ja viele zu Hause, dass sie so eine große Dusche haben, gell? Aber wir haben es umgebaut. Also original war das einfach anders. Ja, mit Hebeln. Ja. Und gut, sie sieht groß aus. Wenn man sich umdreht, kann man auch schon mit dem Hinterteil dann mal drankommen. Bei den Einhebelmischer. Ja, und dann wird man ziemlich schnell kalt geduscht. Mhm. Deshalb haben wir uns das jetzt umgebaut. Zum Zweihebelmischer. Das heißt, ihr könnt jetzt unten jetzt die, also im Prinzip wie zu Hause, ihr stellt dort einen 36 Grad, macht auf und der Rest bleibt so. Genau. Ja. Ist eigentlich total simpel. Also ja, ganz einfach. Es gibt ja die Technik. Oh. Ich nehme an, das hat der Mann auch gemacht. Ja. Ja, klar. Ja, ist ja klar. Logisch. Aber das war die einzige, die reinpasst. Also wir haben lange gesucht. Enki ist genau das, was reinpasst, ohne dass man da was verändern muss. Ja, wir konnten das Pendel so lassen. So, ihr wascht ja auch. Enki heißt der. Enke, ja, oder Enki, wie? Unten steht es dran. Warte, jetzt sag mal. Ah, Enki. Warte mal gerade für Leute. Also der passt rein. Der passt rein. Also ich habe ja so eine alte Flow drin. Das heißt, ich könnte so lange duschen, wie ich will. Aber man duscht ja nicht mehr so lange wie zu Hause oder im Wohnmobil. Also wir haben das nicht. Wir haben den begrenzten Wasservorrat. Wir hatten darüber gesprochen, ob wir das wollten. Aber dann ist die Gefahr, dass das Wasser zu schnell alle ist. Also. Das kann ich bestätigen. Nee, Vorteil ist, es gibt einen Vorteil, wenn du dann auf die Stufe 3 machst bei der Alde. Also beim Duschen machst du vorher 3, so 20 Minuten vorher an und so. Okay. Und wenn du die Stufe 3 machst, ist direkt heiß. Also das heißt, du merkst da keinen Unterschied. Wenn du 3 machst, ist halt die ganze Zeit heiß. Und das ist, wenn du halt mit 3 Leuten duschst. Und, ja, dann ist schnell Wasser weg, ne? Ist weg, ja. Ja, das ist... Aber gut, das erinnert einen dann auch nicht mehr dran, mal halblang zu machen. Ja. Also speziell mein Sohn, der macht ja nass und dann wird er eingeschäumt. Und ja, also man, zumindest ich habe das geändert dann. Ich verbrauche echt wenig Wasser. Ja. Doch, wir sind auch, glaube ich, ziemlich sparsam, ne? Sparsam, und für Wohnmobilisten sind wir Verschwender. Ja. Ja. Gut, ihr wohnt ja auch hier. Also, ja. Wir sind... Andere kommen mit 120 Liter 5 Tage aus, wir kommen mit 400 Liter 5 Tage aus. Aber gut, das ist ja auch, ich sag mal, jetzt von den entsprechenden Kosten bist du ja immer noch gering, und B, du verbrauchst im Vergleich zum Haus viel weniger, weil du auch jetzt hier, wenn du spülst, nicht jedes Mal 10, 15 Liter runterspülst oder 20, sondern das ist das, was du gerade brauchst, gell? Genau. Ja. Ich guck mal gerade, habt ihr eine orientalische Dusche? Nein, habt ihr nicht. Die habe ich jetzt, und ich benutze jetzt zum Beispiel zum Abspülen. Also wenn du jetzt statt der Bürste einfach mal kurz draufhalten und dann ist auch alles weg. Okay. Und für den Rest, mein Sohn hat es schon probiert, aber der ist erstmal vom Klodeckel gesprungen. Der ist auch ganz nett. Ja, schön. Was war denn so das schönste Erlebnis jetzt in den 2,5 Jahren, was ihr hattet? Also an welchem Ort war das? Also ihr wart ja auch in Spanien, Italien auch schon. Italien. Ach, was ist am schönsten? Also der letzte Urlaub, der war sehr schön. Mecklenburgische Seenplatte. Nochmal, also das nochmal, ihr sprecht von Urlaub jetzt. Ja, da war wirklich dann 4 Wochen am Stück, die wir frei hatten und gar nicht in Welzheim waren, sondern komplett einfach weg waren. Also darf ich mal zusammenfassen. Ihr habt jetzt quasi ein Haus auf Rädern, was zum großen Teil auch hier steht. Ja, kann man das sagen? Nee. Wir haben jetzt in 2 Jahren, diesen haben wir jetzt 2 Jahre, gut 2 Jahre, da haben wir 30.000 Kilometer mitgefahren. Okay, das ist schon einiges. Das heißt, ihr seid unterwegs, ihr macht dann auch so Kurztrips quasi dann? Oder in die, immer? Nee, fast. Auch lang. Ne? Ja, auch lang. Ja, also 500 Kilometer mal eben, das, ja, das ist halt so, ne? Ja. Das ist schön, ja. Aber ihr habt ja jetzt viel mehr Möglichkeiten und das Geld bleibt auch viel länger da. Also das ist ja auch ein Vorteil dadurch, dass du kaum Kosten hast mit dem Gerät, oder? Geht's? Also es ist anders als mit dem Haus. Man kann, wenn man normal verdient, immer noch sehr, sehr gut beiseite legen, um dann einfach eher in Rente zu gehen. Ja. Aber ihr seid ja quasi schon im Ruhestand. Also für mich ist das Ruhestand. Ne, und den gibt man immer wieder was. Den Enkelkindern, dort Enkelkinder, die wollen beschenkt werden. Ist schön, ne? Ja, ist schön. Ja, gut, das mache ich ja. Wenn die da sind, meine Kinder, die Zwillinge, dann. Oder jetzt zu Weihnachten gibt es mal was. Aber klar. Aber es ist
klar, so ein Haus, das frisst ja auch, wenn das Dach mal kaputt geht oder, ja. Also ich glaube, man schafft nur fürs Haus. Es sei denn, man verdient richtig viel und richtig gut und das fällt einfach weg hier. So, dürfen wir mal einen Gefallen machen, wenn ihr euch mal so hinsetzt, wie ihr abends immer sitzt. Ich will das einmal kurz zeigen. In eurem Wohnzimmer quasi. Ihr habt ja eine Zweizimmerküche, Bad. Ja. Das ist die Küche übrigens. Also gut, ich zeige ja nichts anderes wie bei den anderen jetzt auch. Aber es ist ein riesen Unterschied, wenn jemand drin wohnt. Und ich habe noch nie einen kennengelernt im Concord. Echt nicht? Nee, der da jetzt fest drin wohnt. Also, das ist dann so unsere Haltung. Ja, das ist die Haltung. Zeig mal, ist das auch gemütlich für dich? Ja, es ist sehr gemütlich. Ich habe hier hinten eine Lehne. Zeig mal die Lehne. Ich könnte mich auch da anlehnen. Na, sorry. Bitte? Da ist einmal die Lehne. Ja. Und das geht sehr, sehr gut. So, das heißt, du drehst diesen vorderen Stuhl gar nicht. Das ist so dein Stuhl zum Rausgucken, dann, wenn du mal willst, oder wie? Besuch da ist oder so, aber sonst, der bleibt eigentlich so. Wenn wir Fernsehen gucken, dann ist unser Fernseher dort, oben darunter. Ach so, der fährt da aus, gell? Ja, der fährt da aus, genau. Also ist ja wie üblich. So, und das hat auch stets funktioniert? War noch nie kaputt? Nee. Keine Probleme. Auch Sattanlage fährt immer schön aus? Ja. Immer. Auch im Winter, jetzt so richtig Schnee war, aber es ging. Ja, ja. Aber das ist selten an. Und dann sitzt einer hier und einer so, ne, da vorne. Ihr lest viel, gell? Ja, sehr viel. Was ist zum Beispiel bei dir jetzt gerade angesagt? Ach, mal gucken. Ich habe das letztes Mal das Bernstein-Amulett, was ich gelesen habe. Wie heißt das? Jetzt mach. Der ist ein bisschen langsam. Es hat kein Laptop. Bis ihr sie findet. Das ist ein Krimi jetzt. Es gibt ja mittlerweile, gibt es das ja als Flatrate. Ist das so, dass ihr das macht als Flatrate? Oder wo? Ihr kauft die Bücher? Dann ganz normal und dann. Oder in der Bücherei sind wir gelistet, dann leihen wir uns hier Bücher. Ne? Da zahlt man dann 8 Euro oder 10 Euro im Jahr. Achso, für die E-Books. Ja. Aber man kann E-Books bei einer Bücherei ausleihen. Ja. Das hier ist jetzt zum Beispiel. Das ist ein spannendes Buch. Och, mal mehr, mal weniger. Deshalb leih ich mir dann 3 Stück und eins davon passt dann. Sag mal, in welcher Zeit liest du die Bücher? Ach, pro Woche 300 Seiten. Ja. Okay, das heißt so, ein Buch ist schon mal drin pro Woche. Ja. Wenn es gut ist, dann auch schneller. Und ich Zeit habe. Das ist auch die Sache, ne? Ja, hier steht es zum Beispiel geliehen, ne? Und dann, stark. Ja. Also ich bin ganz beeindruckt von euch. Ich bin sowieso, also in letzter Zeit flasht mich alles, was nicht normal ist. Okay. Weißt du, wir sind nicht ganz normal. Ja gut, ihr habt ja jetzt vor 2,5 Jahren angefangen, zu einer Zeit, als so der Campingboom gerade so ganz leicht begonnen hat. Jetzt zu Zeiten von Corona ist er ja richtig abgegangen. Habt ihr das gemerkt eigentlich? Stehen sehr, sehr viele kleine Mobile jetzt plötzlich auf dem Stellplatz, die sich auch nicht besonders gut benehmen können, die Leute. Was heißt das? Wagenburg bauen, Feuer in der Mitte, Müll hinterlassen, nicht die eigene Toilette benutzen, sondern in den Wald gehen, Krach bis nachts um 12:30. Also diese Anfänger, die einfach... Das noch, noch keinen Anstand haben. Nee, noch keinen Anstand haben, nicht wissen, wie man sich als Wohnmobilist verhält. Ja gut, es könnte ja sein, dass es jetzt eine neue Generation gibt, die das immer so macht, so ein klein wenig Mallorca am Campingplatz. Also wir haben jetzt auch in verschiedenen Blogs schon gelesen, dass in Spanien und Portugal freistehen nicht mehr möglich ist wegen solchen Leuten. Ja, habe ich gehört. Ja, die machen alles kaputt. Ja, genau. Und das ist unschön. Das ist unschön. Ne? Es gibt sogar ziemlich starke Strafen dann, wenn man freisteht und erwischt wird. Ja. Aber es gibt auch Regionen, habe ich gehört, da ist niemand in Portugal. da sagt einem irgendwie Fuchse und Hase, gute Nacht. Ja. Wir gucken es uns an. Ja, da waren wir noch nicht. Der war doch nicht in Portugal. Nein. Also im Sommer wollte ich da sowieso nicht hin, wenn im Winter. Ne? Also klar, ist ja schön warm, du bist alleine. Ja, und vor allem hier ist Deutschland ist sowas von schön anzuschauen. Echt? Ja. Unser Deutschland? Unser Deutschland ist wunderschön. Wunderschön. Ich glaube, da könnte man 10 Jahre drin rumfahren. Und Beispiel, was ist schön außer hier? Wilhelma. Aber wir waren 2020 in Potsdam und eigentlich wollten wir... Hat der Mann eben auch erzählt. Ich habe gefragt, was war schön, hat er gesagt, Potsdam. Also, es war wunderschön. Eigentlich wollten wir 2 Tage bleiben und es war so schön einfach. Wir waren eine Woche da. Die ganze Woche da, genau. Und wir hätten noch 4 Wochen verbringen können. Aber was war denn schön an Potsdam? Das ist eine wunderschöne Stadt.
Dieses Alte einfach. Ja, dieses und schön gemachte, der Flair. Ja. Also Berlin ist nichts, ne? Nee, Potsdam ist schöner. Berlin ist nur groß. Ja. Berlin ist nur groß. Aber es gibt ja so einen Platz, der ist mitten in Berlin, habe ich gesehen, 35 Euro kostet der pro Tag. Haben den nicht gefunden? Achso, ihr habt den gesucht? Ja, nein, die Einfahrt war so ein bisschen versteckt, den haben wir nicht gefunden. Wir waren dann ziemlich außerhalb. Es war genauso teuer, nicht ganz so teuer. Ein ganz heruntergekommener Stellplatz, Strom funktionierte nicht, Wasser war sehr mangelhaft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir kamen da mittags an, da war alles noch in Butter. Und dann war das die Einflugschneise von Tempelhof. Tegel. Tegel, ne? Ja, Tegel. Tegel, ja. Wunderbar. Alle 5 Minuten kam da ein Flugzeug. Wie die das gemanagt haben, das weiß ich nicht. So, jetzt ist ja... Ich habe gehört, dein Mann hat mir erzählt, dass es Menschen gibt, die dich fotografieren, wenn du fährst. Also die dich dann beten, darf ich dich mal fotografieren, weil man das irgendwie einer Frau nicht zutraut. Ich meine, es heißt jetzt die Demonstrierenden, die Studierenden, also es ist ja Gleichberechtigung an jeder Ecke. Wir haben Frauentag heute, ne? Tag der Frau. Echt heute? Ich glaube ja. Heute ist der vierte, oder? Ja. Kann das sein? Oder ist es Montag? Heute ist nicht Montag, heute ist Donnerstag. Donnerstag, morgen ist Freitag. Ich glaube, dann ist es Montag. Auf jeden Fall sind wir drum rum und mir traut man das einfach nicht zu. Mhm. Aber ich traue dir das zu, mittlerweile. So, es gibt morgen Fisch? Keine Ahnung. Nein, was machen wir morgen? Weiß ich noch nicht. Ja, ist doch Freitag. Nein, das ist bei uns nicht hier. Das ist unsere Kochschublade. Zeig mal bitte. Der Ernährungscheck für starke Gelenke. Ja. Also, wir haben da gute Kochbücher. Ich helfe dir backen. Das hier ist ein sehr gutes Buch, sehr zu empfehlen. Zeig mal. Meine Küche von Vincent Klink. Ja, der hat in Stuttgart ein schönes Restaurant. Aber das Buch, das ist genial. Zeig mal irgendwas da drin, was der so macht. Hier, von der ARD. Das müsste man fast nicht empfehlen an die Kollegen. Ah gut, die machen auch gute Sachen. Ja, das ist ein Restaurant. Ja. Wiedernshöhe. Achso, Sauerampfer mit verlorenem Ei. Das haben wir noch nicht gegessen. Boah, das klingt aber ultra lecker. Alles. Ziegleinbrat mit gefüllten Kartoffeln. Ach, alles gut hier. Alles ist gut. Tafelspitz. Entenbrust. Oh, lecker. Herrlich. Ja. Und ihr habt gar kein Problem, das nachzukochen hier im Camper? Nein, wir haben alles. Ihr habt alles. Wir haben alles dabei. Ne? Also wirklich, wir können alles machen. Ne? Also was mir auffällt, das Fenster ist ja offen. Viele machen ja, wenn es dunkel wird, zu, damit ja keiner reinguckt. Nee, kann jeder reingucken. Ja. Macht nichts. Ja. Hier holen wir uns immer wieder verschiedene Kochzeitschriften. Ne? Achso, da ist wieder so eine neue Anregung dann drin. Ja. Genau. So, und das heißt, ihr kauft das so ein, wie es da steht dann? Das heißt, die Zutatenliste, die kauft ihr dann ein? Ja, genau. Ja. Ich müsste echt mal mehr kochen mit meiner Frau. Das ist irgendwie. Nein, ist ja so. Wir lieben das. Ich habe ja auch 3 Hunde, beziehungsweise meine Frau hat die eigentlich, weil die hat so einen Blog für Hunde auf Instagram. Die sind so Windhunde, so kleine. Okay. Deswegen, kleine Windhunde. Kleine Windhunde, 5 Kilo. Ja, 5 Kilo wiegen. Ja, was heißt, gibt's die? Die gibt's seit 3000 Jahren. Okay, die großen, die kennen. Die sieht man aber kaum, ne? Ja, die Windspiele, das war so, jetzt muss ich überlegen, im Mittelalter. Da, wo diese, das überlege ich mal gerade, diese, lass mal, ich setze mich mal kurz zu dir, wenn ich darf. Ja, klar, gerne. So, es regnet, das heißt, der packt jetzt einiges rein, ja, guckt, ob alles zu ist. Der Grill bleibt draußen, die Stühle stehen gerade nicht draußen und von dem her ist egal. Ich überlege gerade, wann das war. Und zwar gab es eine Zeit, da waren Windspiele für normale Menschen verboten, diese kleinen Windhunde. Die durften nur die Adligen haben. Okay. Und weil die so liegen. Und es gibt auch Zeichnungen aus Ägypten. Da liegen die neben den Pharaonen. Also, ja, die kenne ich. Ja, das sind die? Aber dass das ein Windhund wäre, ein kleiner Windhund, da wäre ich jetzt nicht... 5 Kilo. Also die wiegen zwischen 3 und 6 Kilo. Wir haben davon 3 Stück. Also die hängen auch übereinander total. Und die laufen frei rum im Wohnmobil oder ist hinten ein Teil ausgebaut, dass sie da rein können? Nee, die laufen frei, aber ist es so, dass es nicht ist nicht wie bei eurem Hund, dass du den kurz rufst und dann kommt er. Aber wenn ich die jetzt freilassen würde, die sind einfach so klein und süß. Ich glaube, die wird jemand mitnehmen. Ja. Also es ist wirklich so. Und so ein Großpudel, da... weil der hat ja schon Respekt. Also meine
Tochter Jan hat auch einen Großpudel, auch einen schwarzen, ja. Okay. Ja, muss ich dir mal zeigen. Der ist richtig schön. Ja, ihr habt eine Hubstützenanlage. Ich glaube, das ist aber auch ein Muss, oder? Hier in der Klasse. Das heißt, du fährst raus, du bist immer gerade, steht sicher das Wohnmobil. Also, wenn es nicht ausreicht, haben wir nochmal Klötze, die wir einfach drunter machen. Hab ich gesehen, ja, wenn ihr auf dem Waldweg oder... Ja, also manchmal reicht es einfach nicht aus. Da ist dann... Aber das ist schon praktisch. Sag mal, das Mobilfunknetz, ist das so, ihr habt jetzt einen Router hier drin oder hat jeder seinen Vertrag oder wie läuft das? Also wir haben einen Vertrag, den man jeden Tag kündigen könnte für 99 Cent am Tag. Okay, und so viel wie ihr wollt. Unbegrenzt im Ausland, ich glaube 2 Gigabyte, aber das... Am Tag? Am Tag, zusätzlich. Zu Ausland, ja. Und das ist so, die 99 Cent werden automatisch verlängert oder wie läuft das? Also wir können es ganz normal kündigen, ansonsten wird das ganz normal abgebucht, jeden Tag. Das 99 Cent? 99 Cent. Das geht doch, oder? Ja. Toll. So, da vorne hast du die Länge drauf geschrieben, 9 Meter und 20, was steht drauf? 9 Meter 10? 9 Meter 10, 2,40 und 3,50. Also das hat der Vorbesitzer gemacht, wir haben es ja gebraucht gekauft. Praktisch, oder? Ja. So, und der Mann, wieso hat der das verkauft, das Wohnmobil? Der gehört, glaube ich, zu den Reichen und Schönen und wollte vielleicht von dem Nachbarn, keine Ahnung, wir kennen ihn nicht. Auf jeden Fall, er hat sich ein anderes gekauft, der hat sich Morello gekauft. Morello? Der hat sich Morello gekauft und hatte den kurz ins Netz gesetzt. Und wir haben versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen, hat er sich aber leider gar nicht gemeldet. Ja. Und dann, ich weiß nicht, wie es war, haben wir erfahren, der kommt zum Binder. Ja. Und da haben wir sofort angerufen bei der Firma Binder, haben gesagt, nicht verkaufen, wir kommen sofort. Und klar. Trotzdem ist das ja schon eine ganz schöne Stange Geld, die man so investiert in so ein Auto, gell? Ja. Aber es lohnt sich, oder? Es hat sich gelohnt. Ja, und der Werterhalt ist ja krass, oder? Das heißt, du kriegst selbst jetzt noch einen großen Teil noch zurück, oder? Der Wert ist gestiegen. Ist gestiegen? Ja. Echt nochmal, wenn du das nochmal sagst. Der Wert ist gestiegen. Der Wert ist gestiegen. Von vor 2 Jahren durch Corona, weil es es gibt ja keine gebrauchten Mobile mehr auf dem Markt. Ich könnte mir vorstellen, dass die neuen einfach geblieben sind im Wert. Das weiß ich nicht, wie es beim Neuwagen ist. Aber er war ja gebraucht und der ist gestiegen. Außen, dein Mann hat den ja so gut in Schuss gehalten. Das Dekor hat er neu gemacht. Das heißt, ihr guckt schon, dass die Sachen alle in Ordnung sind, gell? Das haben wir gleich am Anfang machen lassen. Das Dekor war nicht mehr schön. Ja. Da oben hat der Concorde oben so einen silbernen Streifen und der war einfach nicht schön. Ich habe gehört, die Sterne sind abgefallen. Ja, und das wollten... Oh, John C., nicht? Vorsicht. Das ist John C., genau, jetzt sieht man sie auch schon. Auf deinen Platz. Ist ein Junge, oder? Ja. Ja, klar, John C. muss ein Junge sein. Hatten wir schon vor, bevor der Engländer kam. Du, ich habe einen Running Gag. Heißt Markus. Ja. Markus, so. Ich habe mir deinen Namen sogar gemerkt. Und du bist die? Karin. Markus und Karin. Ihr seid jetzt wie lange zusammen verheiratet? Ach, Schatz. Fast 37 Jahre. Genau, 37 Jahre. 37 Jahre. Habt 9 Enkelkinder. Ja, 5 Kinder. 5 Kinder, die alle wahrscheinlich auch euch nachgetrauert haben. Das heißt, sie ziehen jetzt in einem Wohnmobil weg aus der Wohnung oder haben die es akzeptiert? Ja. Die haben's, also wer will ein 300 Quadratmeter großes Haus erben? Das Heute geht nicht. Mehr. Heute nicht mehr. Es gibt kaum noch Großfamilien. Ne? Also das ist einfach... Achso, ihr wart mit vielen Leuten auf einem Raum. Das heißt, ihr habt viele Zimmer dann zu Hause gehabt? Also alle 5 Kinder haben im Haus gewohnt. Und zwischenzeitlich hatten wir Pflegekinder. Ja. Aber nur die Woche über, nicht am Wochenende. Ja. Und es war immer alles besetzt. Okay. Es war immer alles... Nach und nach ist eine ausgezogen, ne? Keiner hat es hinterher wirklich haben wollen. Das kann ja auch keiner bezahlen. Das geht einfach nicht mehr. Sag mal, der Tag, als ihr ins Wohnmobil eingestiegen seid, hast du den noch datumsmäßig im Kopf? Ist das also, so wie so ein Hochzeitstag, den man sich merkt? Nee, in dieses Wohnmobil sind wir eingezogen in der 2. Märzwoche. Wann? Vor 2 Jahren. 2000. Vor 2 Jahren. 19. 2019. Ja. Ist das schon 2 Jahre her jetzt? Ja. Boah, wie die Zeit vergeht. Ja. Ist das so, die Zeit, die vergeht schneller so oder langsamer? Oder gleich? Ist gleich. Gleich. Also jetzt nicht. Nee, ist gleich geblieben. Ich habe ganz großen Respekt vor euch, ganz ehrlich. Nee, braucht man eigentlich nicht. Doch, nee, weil ich glaube, dass da viele von träumen, das, was ihr gerade macht, sich man vielleicht. Man muss das umsetzen. Man muss es was? Man muss sich trauen und das umsetzen. Ja. Wir haben auch schon viele Leute getroffen, die haben gesagt, toll ist das.
Aber für mich? Vielleicht mal, wenn ich alt bin. Ja. Aber wenn man das, wenn man nie was macht, wenn man jung ist, wenn man nie was umsetzt, dann macht man, wenn man alt ist, auch nichts mehr. Mhm. Man kann das nicht. Ne? Wenn man Rente hat, dann hat man Langeweile. Ich glaube auch, dass da viele Leute mit der Langeweile gar nicht umgehen können. Das heißt, die hatten vorher im Prinzip den Tag geregelt. Und das war so Opa, der ist ja jetzt verstorben schon lange, mein Opa, der war Eisenbahner. Und dann irgendwann mal Feierabend. Ja. Und dann, der wusste nicht mehr, was er machen soll. Der hatte den Garten und der war total überfordert mit der Situation. Das war, also ich kann das sagen, ich wohnte bei ihm. Also ich war, das war... Ich kenne es einfach von der Pflege. Wenn man dann im gewissen Alter ist und die Sachen einfach nicht mehr machen kann. Ja. Man hat sein Haus, man hat den Garten, den man zum Teil gar nicht mehr betreten kann, weil man keine Treppen steigen kann. Man kann den nicht mehr pflegen. Achso, der sieht dann irgendwann mal ganz schlimm aus. Der sieht total gammelig aus und man lebt nur noch in einem Zimmer. Ich habe bei mir einen Trick angewendet. Ich habe mir ein Rasenmäher gekauft zum Sitzen. Okay. Hab nur noch Rasen. Okay. Und lass den Rasen auch liegen. Das heißt, der wird so klein zerhäckselt, dass er einfach liegen bleibt. Seitdem habe ich auch einen super Rasen, muss ich sagen. Und ich fahre halt alle 2 Wochen mit dem Ding einmal. Und ist mittlerweile mein Sohn fährt auch. Aber ich muss dir sagen, wir haben 1800 Quadratmeter Rasen. Ja. Kannst du dir vorstellen, das ist für die Hunde ist das super. Aber für uns. Nee, ist es viel. Schon viel. Nee, und wenn man alt wird, es reduziert sich einfach alles, weil man es nicht mehr pflegen kann. Ja. Alles ist voller Nippes und keiner macht es mehr sauber. Und irgendwie. Und wenn man die alten Leute dann fragt, was war toll? Die eine Woche am Bodensee. Die eine Woche am Bodensee. Genau. Und das ist das, was bis zum Schluss geblieben ist. Diese eine Woche am Bodensee. Bei mir ist ja so krass. Ich habe mir überlegt, ich bin ja aus dem Radio. Viele haben mich gefragt, wieso machst du das jetzt? Ja, klar, ich kriege von YouTube auch Geld. Ich habe ja mal sagen. Aber muss man verdienen. Ich habe das Gefühl, dass die Videos bleiben ja im Netz. Das ist so eine Art Zeitzeugnis, so ein bisschen über die ganze Zeit, wo ich unterwegs bin. Und das hat mein Leben doch ein bisschen Sinn gegeben, wo ich dann sage, das erfreut die Leute, wenn sie ins Wohnmobil gucken können. Ich glaube, viele träumen davon, überhaupt sich ein Wohnmobil anzuschaffen, oder? Ja, und auch wenn man auf einer Messe ist. Achso, ihr geht zu einer Messe, zu Wohnmobil? Ja, wir gehen nach Stuttgart einmal im Jahr zur Messe. Zu CMT. CMT, genau. Und wenn man dann vor diesen großen Wohnmobilen steht, man darf ja gar nicht einfach rein. Also es gibt viele, die haben sowas noch nie gesehen von innen. Ja. Die trauen sich auch gar nicht. Und dann sieht man schon mal, dann schleichen die hier rum und so weiter, sagt, wollen Sie mal reingucken? Wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Wow, dürfen wir? Ja klar, und das ist einfach schön. Man lernt so viele Leute kennen und hat so tolle Gespräche dann. Das Schöne ist auch, die Leute sind wahrscheinlich total überrascht, dass ihr auch nett seid, wenn ihr so ein großes Fahrzeug habt, oder? Viele denken ja, ihr seid so praktisch reiche Schnösels, die... Nee. Gar nicht, überhaupt nicht. Wollen wir auch nicht sein. Nein. Aber als wir unser altes Mobil haben, waren wir mit den Leuten hier am Stellplatz, so wenn wir kamen, immer einfach gehörten wir dazu. Ja. Und die ersten 2-3 Wochen, als wir dieses Mobil hatten und kamen, waren wir nicht mehr die. Echt? Für die Leute. Das war schwierig. Ja, wir mussten uns irgendwie neu erfinden. Also ich gehe immer direkt auf die Leute zu, ich spreche mit denen, ich sage hier, ich bin vom Fernsehen, wir benutzen das als Arbeitsmittel. Also klar, ich rechtfertige mich aber auch teilweise, muss ich ehrlich sagen, dass ich dann sage, warum fährst du allein mit so einem dicken Ding rum? Aber das ist ja gar nicht groß. Überleg mal, ihr wohnt jetzt auf einer Studentenwohnungsebene. Ja. Das ist ja jetzt kein Luxus im Vergleich zu, wenn jemand ein Haus hat oder so. Ja. Und ich meine... Ihr seid jetzt hier in Baden-Württemberg, da sind die Lebenshaltungskosten wahrscheinlich auch nicht gering, oder? Also manche Eigentumswohnung kostet mehr als dieses Teil. Das meine ich damit. Genau. Also viele haben ja mehrere Eigentumswohnungen, nehmen Miete ein, irgendwann bis sie tot sind, haben nichts davon, horten das Geld. Ja. Ja. Oder der Staat, ja. Oder der Staat, ja. Schön. Sag mal, dein Mann hat was Tolles gesagt. Ich würde dir das gerne mal zuwerfen. Darf ich das mit den Freunden? Ja, klar. Er hat mir erzählt, man hat ja nicht mehr so viele Freunde. Das hat er gesagt. Also die Freunde nehmen ab. Sowas hat er gesagt. Ja, also dieses ganz regelmäßige Treffen, so jede Woche mit der Freundin treffen, das nimmt einfach ab. Das ist einfach nicht mehr so. Oder wir sind. Sich das, ne? Ja, es verläuft sich. Wir sind, waren viele Jahre engagiert in einer recht großen christlichen Gemeinde. Ja. Und weil wir nicht mehr regelmäßig da sind, vieles jetzt auch online gucken, sind auch da die Freundschaften wirklich
Auseinandergegangen kann man nicht sagen. Aber kann sich verlaufen. Ach so, jetzt nicht, weil ihr ein Wohnmobil hattet und irgendwie gesagt haben, wir wollen nicht mehr mit euch reden. Weil wir so fix sind. Weil wir einfach, wir können einfach ja, diese Freundschaft nicht mehr so halten, nicht mehr so pflegen, wie sich das eigentlich gehört. Das ist ja bei mir auch Luxus, Freunde zu haben. Also ich habe vielleicht so ein, zwei Leute, mit denen ich mich mal austausche. Gut, ich habe ja noch Family, die wollen ja auch was von mir haben und alle und alle ziehen an dir. Ja. So ist das hier so ein bisschen Flucht auch teilweise, dass du sagst hier, ich habe mal wirklich Zeit für mich alleine. Fehlt das manchmal? Das kommt vor auf dem Stellplatz. Sag mal, wenn du weg bist, ist dein Mann ja hier alleine. Das heißt, der hat auch mal Zeit ganz für sich alleine. Ja. Ist das schön? Oder ist das schade? Nee, ja, ist schön, wenn meine Frau wiederkommt. Nein, aber auch heute, heute hatte ich voll, wirklich echt voll Stress, muss ich sagen. Ich habe meinen Generator da gewartet. Das war viel Arbeit, weil das unterm Wohnmobil ist. Ja. Und bis man gefunden hat, wo sitzt die Zündkerze, wie bekomme ich das Öl abgelassen und so alles und wie komme ich den Luftfilter, muss ich bei der Firma anrufen, wie komme ich denn überhaupt da dran, dann sitzt meine Abwasserleitung. Es wird ihm nicht langweilig, oder? Aber wenn Markus das nicht alles selber könnte und machen würde, wir könnten uns das gar nicht leisten. Der Wagen wäre so oft sinnvoll, in der Werkstatt, dass es... Aber es macht ja auch Spaß, merke ich, oder? Die Trittstufe war zum Beispiel kaputt. Ja. Die ging nicht mehr hoch und runter, da war das Getriebe kaputt. Ja. Ja, dann habe ich mir ein neues Getriebe bestellt und das wieder montiert. Ne? Ja, man hätte ja auch kaufen können, aber so weiß man, wie es geht. Das heißt, wenn das nochmal passiert, ist das so, das kann mal passieren bei so einer Trittstufe, dass sie mal kaputt geht? Ja, ist ein Scheibenwischermotor, der das antreibt. Das ist schon ganz okay, der läuft ja auf Dauer. Auch im, aber dann ist nochmal ein Getriebe da drin und das ist, läuft wohl trocken. Das ist nicht geschmiert, da kommt man nicht dran. Das ist ein geschlossenes. Also irgendwann geht es kaputt. Wahrscheinlich, ne? Muss man halt da drunter kriechen. Die Hubschützenanlage hat natürlich einen riesen Vorteil. Man pumpt das auf und hat gleich mal 15, 20 Zentimeter mehr Luft unter Mobil. Stimmt. Das ist sehr hilfreich. Ach Mensch, ihr macht es echt den Leuten vor. Ja gut, du lachst jetzt, ja, aber wenn du das so siehst. Du, ich muss Schluss machen, ich muss rüber zu meinem Sohn. Ja. Und schön, dass du da warst. Ja, ich hätte ja nicht gedacht, weißt du, du fährst auch so ein bei mir ist ja oft so, weißt du, ich fahre dann dahin, dann lesen die hier German Television oder Saarland Fernsehen. Ja. Das sind doch die. Und genauso kam der Mann eben angedackelt. Und da habe ich gesagt, wir sind die dahin mit dem Concorde. Was habe ich zu dir gesagt? Das schöne Auto dort. Ja, genau. Nee, ist ja wirklich, wirklich schön. Ja. Also, und ich habe gedacht, das wäre ein ganz neuer. Durch die Klebstreifen und alles, also er sieht aus, als wäre er ganz up to date. Ja. Ist er ja auch, er wird gepflegt. Ne? Sieht doch auch drin nicht alt aus, ne? Gut. Ist er vergammelt? Nee, ach, gar nicht. selbst wenn es so wäre, ich würde es ja nicht sagen, weil ja, es gibt ja Leute, die mögen das. Weißt du, warum sollte ich denen jetzt sagen? Ich meine, ist doch jeder so, wie er will. Ja. Wenn, wie hat mein Opa mal gesagt, wie Fritz der Große, jeder nach seiner Fasson oder so irgendwas, hat er gesagt. Und das habe ich mir gemerkt. Jeder soll so glücklich werden, wie er ist, solange halt keinen anderen dann mit reinzieht. Ja. Und wir hätten ja auch nicht so ein großes Mobil, wenn wir nicht drin wohnen würden. Du, ich habe eine ganz letzte persönliche Frage. Die würde ich dir ganz stellen. Du musst sie nicht beantworten. Okay. Die Leute aus meinem Kanal kennen das schon. Wenn ich solche Fragen stelle, sind sie meistens nicht so schlimm. Ja. Was hältst du von der Idee von dem Schlauchboot von deinem Mann? Das Schlauchboot? Ja. Das habe ich ihm selber geschenkt zu Weihnachten. Du warst das? Ja. Ich habe es eben gesehen, das ist im Gaskastenfach. Ja, wir brauchen die Gasflaschen nicht mehr. Wir haben die 2 Jahre einfach drum um die Weltgeschichte hier kutschiert. Okay. Gut, dass die Gasflaschen raus waren, war ich nicht ganz mit einverstanden. Habe gedacht, es könnte doch mal sein. Die kann man doch kaufen. Ja, und Markus hat auch gesagt, es könnte. Und es ist Gewicht und wir schleppen es hin und her. Und mit dem Boot, das war umständlich. Und es passt genau rein ins Gasfach. Passt genau rein. Wir haben es noch nie benutzt. Ich habe bei mir im Gasfach habe ich die Batterien drin vom E-Bike. Ich habe so ein großes E-Bike, so ein schnelles E-Bike, so ein Mountainbike. Ja? Das ganze Mountainbike-Zubehör, die Schutzkleidung fürs Mountainbike. Ja. Weiß ich, fahre ja dann so Downhill. Ja. Und das habe ich dann genutzt, das Gasfach, weil einfach, aber ich habe es trotzdem gelassen, ich habe es nicht zurückgebaut, weil... Nein, das haben wir auch nicht. Ja, weil es könnte ja mal sein, weißt du, du bist irgendwo und dann, das ist die German Angst. Ja, ja genau. Ja, ja. Aber ihr habt eine Dieselschandheizung nochmal zusätzlich. Ja, haben wir. Ich auch. Und es war so mollig warm im Winter, es war herrlich. Schön. Und du brauchst keine Angst zu haben, selbst wenn der Gastank mal leer ist, die Dieselschandheizung geht so lange, bis der Tank leer ist. Ja. Hat den großen Tank? 170 Liter. Ja. War damals, glaube ich, der größte Tank. Ja. Heute, es wird ja alles größer und schöner. Aber das reicht. Das reicht.
So, jetzt Doris? Nee, Karin. Karin. Macht nichts. Karin, man und so viele Leute kennen auf dem ich kann mir, Karin, ich kann mir den Namen von deinem Mann gut merken. Ich Ihr auch. Seid ja gläubig. Und wie sollte ein Gläubiger heißen, wenn nicht Markus? Oder? Ja, vielleicht. Ja, ja. Mein älterer Bruder, der heißt Andreas. Der heißt Andreas. Ja, aber das ist doch schön. Also ich war ja früher oft in der Kirche. Ich war sogar Messdiener, katholischer Messdiener. Ah, ja, okay. Ja. Und war aber dann in der Freien Gemeinde, war ich ein paar Mal da, aber ich hatte keine Zeit. Ja, die wollten mich dann einbinden. Ich hätte es so gern gemacht. Ja. Aber ich war irgendwie, war es dann doch ein bisschen viel. Und der Sohn war noch so jung. Klar, die wollten, dass ich den mitbringe, machen, tun, anfassen. Aber dann irgendwie hat es nicht mehr hingehört. Weil meine Frau, die wollte ja mitkommen, die wollte das nicht. Das ist dann oft so, du kannst keinen zwingen. Nein, ja. Nein. Und für uns ist es Lebensziel, Lebensmittelpunkt, ohne Gott gar nichts mehr. Auch das glaube ich. Also ist ja auch für wirklich viele Menschen so. Und ja, da gibt es auch Tiefen und Höhen. Also habe ich auch in der Geschichte gesehen. Also es gibt mal so, mal so. Genau. Aber es sind doch sehr viele gläubig. Ist das hier jetzt in Baden-Württemberg, ist man da eher evangelisch, katholisch oder frei? Freikirchlich. Hier sind sehr viele Brüdergemeinden, Freikirchen und... Ja. Ja gut, ich bin ein Halbamerikaner. Das gibt es ja bei uns gar nicht. Da gibt es ja nur Freikirchen. Ja. Die werden alle unterstützt oder auch nicht. Ja. Alles frei. Die sind viel lockerer, die Amerikaner da in ihren Kirchen. Ja. Ist so. Ja. Ist derselbe Gott. Genau. Schön. Nee, alles klar. Also ich bedanke mich beide bei euch. Und ich weiß gar nicht, normal mache ich immer noch so ein Abmoderationsbild, aber es ist schon so dunkel draußen, kurz vor 8. Komm, ich zeig mal das Cockpit. Oder den Hund können wir mal zeigen. Aber der ist irgendwie... Der ist voll entspannt, den sieht man nicht. Der ist irgendwie schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Genau. Komm, ich zeig das Cockpit. Vom, was ist das hier? Ein Concorde? Concorde Charisma 3. Concorde Charisma 3, 9,20 Meter, was war es lang? 9,10 Meter lang, mit Anhängerkupplung habt ihr auch? Jawohl. Jawohl. Also ihr seid nah dran bei meinem. Ich habe sogar die Lederfarbe, die heißt Sahne. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dieselbe ist, aber es könnte dieselbe sein. Toll. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, wenn ihr euch mal gerade zusammen fürs Fotofinish. Machen wir. Oh. Ihr macht ja alles, was ich will. Das ist schön. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ciao.